Freunde gepflegter Fußballunterhaltung, schön, dass ihr wieder reingeklickt habt in einen neuen Stream zu PES 2020 eFootball. MyClub natürlich, Nihao und Sheche, zwei Wochen Taiwan-Urlaubpause sind vorbei und endlich wieder Zeit zu streamen. Dürfte keinem weiter sagen, aber ich glaube nach einer Woche hatte ich schon wieder Bock und jetzt bin ich froh, dass ich dann auch wieder hier die Zeit finde für die Leute live auf Twitch. Keine Ansage, die es eigentlich wert ist. Sonntag ist es. Zeitumstellung habt ihr hoffentlich alle gut hinbekommen. Ja, ich habe es auch ein bisschen verzockt, aber jetzt sind wir da. Jetzt sind wir live und die es auf YouTube sehen, haben ja eh den Riesenvorteil, Let's Playmaker und Demand zu haben, also jederzeit zu gucken. Schön, dass ihr da seid. Freut mich außerordentlich. Die auch nach zwei Wochen Pause wieder einschalten, die scheinen sehr ernst zu meinen mit mir. Das finde ich gut, finde ich schön, freut mich. Mir kam ja zu Ohren, dass der ein oder andere beim geschätzten Kollegen Chris Cross mal nachgefragt hat, wo ist der Let's Playmaker denn geblieben? Ich hätte eigentlich gedacht, so auf jedem Kanal, wo es mir nur möglich war, die zwei Wochen Urlaub angesagt zu haben, sei es im letzten Video, sei es auf Twitter häufig, da seid ihr eh mal auf dem neuesten Stand, wenn ihr mal auf Twitter folgen würdet, ja, das an der Stelle vielleicht mal erwähnt, auf YouTube aber auch so einen kleinen Hinweis hinterlassen. Aber okay, jetzt wisst ihr Bescheid, also die es nicht wussten tatsächlich, jetzt wisst ihr das Bescheid. Zwei Wochen Taiwan und jetzt wieder da. Heute bekämpfen wir ein bisschen den Jetlag, ja, gestern Morgen in Frankfurt gelandet. Und jetzt fühle ich mich eigentlich wieder soweit ganz gut, aber eine Ausrede haben wir schon mal parat. Jetlag ist es, ja. Also, schön, dass ihr reinklickt, wem es gefällt und es noch nicht geschehen ist, Abo dalassen. Und ich habe mir natürlich in Taiwan auch Gedanken gemacht, nicht wahr? Was bringt das hier mit dem Streamen? Tut das überhaupt was? Und ich habe diverse Tempel besucht. Und jetzt kann man das hier lesen. Guck mal hier, so, wo ist die Kamera? Da, ja, wer kann Chinesisch? Kanto, Mandarin, wie auch immer. Hier, guck mal, was da steht. Guck mal, kann man das lesen? Your talents will be discovered soon. Ja, also ich hoffe, damit ist gemeint, dass irgendjemand meinen Stream sieht, der mich dann verpflichtet als Hauptkommentator für DAZN, für Sky oder sonst was. Also von daher, ja. Ansonsten helfen mir nur eure Daumen hoch und nur eure Abos als Entdeckung. Ja, also, ja, das mal als kleines Schmankerl aus dem Urlaub hier. Kleine Tempelansage. Your talents will be discovered soon. Jawohl. Also, Stuggi ist da. Wunderschön. Jetzt habe ich auch wieder hier schön die App offen, damit wir miteinander reden können. Servus, Stuggi. Jawohl, der Urlaub war schön. Selbstverständlich. Portuguese Boy auch wieder da. Alter Stammzuschauer. Freut mich. Schön, dass ihr da seid. Also, ich habe Bock. Ihr seht es hinten. Da, genau. Konami T-Shirt Geschenk ist auch wieder am Start. Ich bin am Start mit dem asiatischsten möglichen Trikot, was ich habe. Mein Gott, mit der Kamera gespiegelt hier. Whistle Kobe. André Iniesta hinten drauf. Ja, was wollte ich? Achso, ich muss natürlich jetzt auch nochmal ansagen. Mein Gott, ey, ich habe mir so oft schon die Anmoderation überlegt und jetzt komme ich komplett durcheinander. Also, was haben wir heute vor? Wenn man nach zwei Wochen Urlaub zurückkommt, 15. Stream ist das mittlerweile. So ist besser. So ist besser. Da muss man sich natürlich was vorbereiten. Und was habe ich mir überlegt? Also, wir kommen wieder. Ich habe Datenpack 2.0 natürlich installiert und gestern ein wenig angespielt und ich komme noch nicht so klar, auch wenn es sich nicht anfühlt, es hat sich richtig viel verändert, aber ich bin nicht wirklich erfolgreich unterwegs. Ich glaube, einen Sieg, zwei Niederlagen und fünf grützige Unentschieden. Also so richtig ganz bin ich noch nicht angekommen und habe das mit einem Zwei-Sterne-Team gemacht, war nicht so geil. Deswegen gehen wir heute zurück und spielen mit diesem Team hier. Das ist unser Team für den heutigen Stream. Drei Sterne Extravaganza. Diego Costa, Beast-Modus vorne drin. Oscar auf der 10. Dann haben wir hier im defensiven zentralen Mittelfeld Sousa und Fejer. Aber da sind wir auf der Bank auch fett aufgestellt. Ja, die drei hier können es auch richten. Mangani hier mit A-Form durch die Woche ist deswegen alleine schon auf der Bank und sehr flexibel einsetzbar. Hinten die Fünferkette. Die Stammzuschauer wissen es seit ein paar Streams spielen wir mit Ralf Hasenhüttl hier oben. 5-2-1-2-1. Erstmal hinten stabil, um dann vorne irgendwie einen durchzulacken. Seien wir ehrlich. Ja. Innenverteidigung komplett pervers aufgestellt. Cuesta mit A-Form. Clément Longley geht sowieso gut. Und Kasimir Koulibaly, ihr dürft mich bei den Vornamen wie jedes Mal auch gerne eines Besseren belehren. Ja, auch eigentlich gesetzt. Die C-Form ist dann natürlich immer ein bisschen Risiko. Aber auf der Bank haben wir dann auch hier zwei Außenverteidiger, Innenverteidiger, fähige Spieler. Ne? Hier unser Awasim Chidozi ist ja auch immer wieder sehr schnell unterwegs, gut dabei. Das passt. Ja, also mit der Mannschaft gehen wir heute durch Stream-Debüt.
An der Stelle mal aufgesagt, Stream-Debüt für Andy Carroll. Den hatten wir, glaube ich, im letzten Stream gezogen. Dann gab es ganz, ganz viele Sim-Matches mit dem Kollegen, auch wieder an die Twitter-Follower gerichtet. Ihr hattet ja, glaube ich, einen schönen Screenshot von mir gesehen. Der Kollege hat in einem Sim-Match per Seitfallzieher mal ein Tor erzielt. Andy Carroll jetzt mit 99 Chemie am Start. Könnte vielleicht hier vorne auch mal reinrutschen für noch mehr Physis, noch mehr Beast-Modus. Ihr seht es oben rechts im Sechseck bei Stärke, ein fetter Ausschlag bei Körperlichkeit. Also der Typ kann auch vorne helfen. So, Fossi, schönen guten Tag. Dennis, schönen guten Tag. Denatinho, schönen guten Tag. Meine Fresse, alle wieder da. Das freut mich doch, dass ihr wieder da seid. Ja, Urlaub war gut, natürlich. Ich glaube, das muss ich heute 5, 6 Mal sagen. Wer auf Asien steht, der ist in Taiwan auf jeden Fall richtig. Das kann ich an der Stelle mal sagen. Ganz, ganz angenehmes Land, sehr unaufgeregte Menschen da. Das bockt einfach. Und ich bin ja generell ja, Asien-Fan, wenn man so möchte. Und von daher, ja, hat mir das sehr, sehr gut gefallen. Kann Asien nur empfehlen. War bisher in Hongkong, Südkorea, Japan und jetzt in Taiwan. Also das ist alles nicht zu abstrakt, ja, nicht zu, ja, wie sagt man, also nicht komplett abgedreht. Man fühlt sich schon, man findet sich zurecht. Ist auch einiges auf Englisch, aber es hat immer noch diesen asiatischen Flair und von daher Taiwan top, top Urlaub. Und von daher, wer da Bock drauf hat, ja, kann man nur empfehlen. Cranky Panky, schönen guten Tag, schön, dass du da bist. Der Prinz, schön, dass du da bist. Oh, der Prinz weist gerade auf die 1 Million GP hin. Ja, boah, ich will so viel erzählen, ne? Also, das ist die Mannschaft jetzt für den Stream. Da wird sich wahrscheinlich auch nicht viel dran ändern, aber natürlich, ich wollte eigentlich ansagen, mit was ich zurückkomme. Also, 3-Sterne-Team heute. Wir spielen ranked wie immer. Was habe ich verpasst in den 2 Wochen? Das wissen die MyClub-Spieler wahrscheinlich besser. Also, ich habe verpasst Manchester gegen Liverpool Matchday. Das heißt, die 2 Scouts gibt es nicht. Dafür gibt es aber, gehen wir mal schnell in die Inbox. Es gibt MyClub Coins Login-Geschichte gerade. Das heißt, für jeden Tag kriegt man ein paar Coins nachgeschmissen. Was ich dann auch verpasst habe, und das ist gar kein Problem, war Beckham und Park Ji-sun Manchester Legendenagent, den man dreckigerweise nur mit Coins kaufen kann. Und das ist auch aktuell wieder so. Zeigen wir das mal. Und ich hoffe nicht, dass das die Marschrichtung von Konami dieses Jahr ist, dass alle Legendenagenten hier, der Special Agent Links, dass die nur mit Coins zu kaufen sein werden. Also dann geht ja meine Road to Glory-Idee komplett den Bach runter, weil ich ja gesagt habe, Scouts einzeln ziehen, bis der Arzt kommt, Road to Glory-Ansatz. Aber bei Legenden, die mich interessieren, und da sind die drei, die hier abgebildet sind, gehören schon mal nicht dazu. Aber dass die drei dann, dass die Legendenagenten dann mit den GPs, die ich hier fleißig sammle, und da sind wir mittlerweile bei über 1 Million, weil ich halt keine GPs ausgeben kann, wofür auch, weil Agenten nicht gezogen werden, dann geht das komplett den Bach runter. Also ich hoffe eindringlichst, dass Konami irgendwann auch mal Legendenagenten rausbringt, die man mit 25.000 GPs kaufen kann. So, das an der Stelle mal aufgesagt. Deswegen, ja, ich habe viele GPs gesammelt, aber im Endeffekt brauche ich die nur für Verträge von 2 bis 3 Sterne-Spielern und dann halt dem ein oder anderen Ausnahmespieler, wie vielleicht mal Diego Costa oder Piqué. Und von daher, ja, das ist momentan einfach kein Grund, die auszugeben. So, wir gucken mal hier, welche Legenden kann man denn hier so ziehen? Romario ist cool, reizt mich aber nicht so. Figo hatte ich letztes Jahr, reizt mich gar nicht. Roberto Carlos, jetzt mit einem Linksverteidiger im 5-2-1-2 wäre der natürlich eine Hausmarke, aber dafür gebe ich keine Coins aus. Und dann war es das schon. Ja, genau. Das sind also die drei Legenden, die da angegeben werden und dafür gebe ich keine Coins aus. Und warte weiter auf Cruyff, Batistuta, irgendeine neue Legende. Und wo ich gerade bei neuen Legenden bin, sind wir wieder beim Datenpack 2.0. Da wurde ja Lizarazu angekündigt, Karl-Heinz Rummenigge. Helft mir gerne im Chat hier auf Twitch gerade weiter. Da waren so ein paar neue Namen dabei, die mich auch überhaupt nicht gereizt haben. Rivaldo kehrt, glaube ich, als Legende zurück. Den hatten wir, glaube ich, vor ein paar Jahren schon mal. Ist aber egal. Also es war keine Legende dabei, wo ich gesagt habe, oh, muss ich unbedingt haben. Also von daher bisher hält sich die Feuchtigkeit meines Höschens, wenn ich das so sagen darf, noch komplett im Rahmen. Aber dieses nur mit Coins bezahlen ist dreckig. So, und wo jetzt hier gerade? Servus Dix, schön, dass du auch wieder dabei bist. Cranky Panky hat Carlos und Romario mit 10 Euro gezogen. Das ist ja mal eine Ansage. Auch da, wie immer, die übliche Ansage, ne? Nicht nur Abo dalassen, wenn es gefällt, sage ich immer gerne, sondern auch, wenn ihr Legenden gezogen habt oder generell, kommentiert mir, wie es bei euch läuft in MyClub, interessiert mich immer wieder. Von daher Glückwunsch, Cranky Panky, Carlos und Romario. Da bist du mit den Brasilianern ja gut unterwegs.
Und dieser Plastikkaffee hier taugt nichts. So, okay. Doch, Fossi, das ist aber nett. Warme Worte, das hört man doch gerne. Nicht nur Bock auf Streamen, Bock auf Zocken, nein, auch Bock auf euch natürlich. Ja, es macht doch umso mehr Spaß, wenn wir hier fleißig interagieren. So, das sind die zwei Scouts, die ich gerade gezogen habe aus dem Matchday. Also wir ziehen gleich auch natürlich ganz, ganz viele Scouts, 3 bis 4 Sterne Varianten. Und zum Abschluss gibt es dann die Highlights: Barca, Real Madrid Scout, 4 Sterne, alles möglich. Und natürlich den Premium-Agenten aus der Legend Edition, die ich online gekauft habe. Also von daher, da kriege ich ja 30 Wochen am Stück diesen Premium-Agenten. Und ich glaube, so momentan im Road to Glory Setup ist das so der Agent, der mir die großen, dicken Spieler bringen kann, die schwarzen Bälle, auch im Best Case. Und da hatten wir dann, glaube ich, Diego Costa draus gezogen und Oscar hatten wir auch schon mal dabei. Quest dann nicht, der war irgendwie am Anfang einer. Dann hatten wir Longley aus dem Barca-Agenten, Koulibaly, irgendwie garantierter schwarzer Ball. Also ich glaube, das hier, die beiden, da erinnere ich mich deutlich dran, waren im Premium-Agent. Und das sind dann so die Möglichkeiten, die Let's Playmakers 11 noch einen Ticken geiler zu machen. So, wo ihr gerade geschrieben habt, 1 Million GP, ich habe mittlerweile auch 2800 MyClub-Coins angesammelt. Das wären ja aktuell dann 28 Versuche auf eine Legende. Also mindestens einmal können wir dann komplett steigen, wenn dann vielleicht Batistuta irgendwie in der Verlosung ist. Da würde ich mich dann auch komplett erweichen lassen, steil zu gehen. So, jetzt langsam kommen wir in den Rhythmus, ne? Also, wir spielen heute mit dem 3-Sterne-Team. Wir ziehen jetzt gleich ganz viele Scouts und den Premium-Agenten. Und dann habe ich noch neue Trikots gemacht. Genau, gestern beim Simulieren habe ich dann auch noch gedacht, so, boah, ja, nicht zu früh ins Bett gehen mit Jetlag und so. Dann setzt du dich noch hin und machst neue Trikots. Das heißt, wir haben jetzt zwei recht frische Trikots und zwei ganz neue. Da können wir dann auch gleich nochmal feiern, wie ich schön einen auf Karl Let's Playmaker Feld Designer gemacht habe. So, 30 Scouts haben wir jetzt mittlerweile und wir fangen wie immer bei 3 Sterne aufwärtsgehend an. Also von daher kommen wir jetzt langsam mal aus dem Quark hier im Rückkehrstream und nennen das Ganze einfach mal Neustart, weil, ach genau, das auch noch aufgesagt, wenn man ja eine Woche inaktiv ist, wie ich es ja war, wird man ja in Division 12 zurückversetzt. Die MyClub-Spieler kennen das vielleicht. Also ich fange quasi bei Null an, also nennen wir das heute mal einfach Neustart, ne? Also auf geht's. Auf in den Scoutsy-Teil, in den administrativen Teil des Streams, wie immer, Daumen drücken und silberne Möglichkeiten hoffen und abfeiern. Das ist ein weißer Ball und das ist vollkommen egal. Es ist Frederik Hammer von Brentford, zweite englische Liga. Das ist natürlich nicht zu feiern, aber ihr wisst selber, weiße Bälle werden wir jetzt hier wahrscheinlich am häufigsten zu Gesicht bekommen. So, bevor ich jetzt weiterklicke, auch das könnt ihr natürlich gerne kommentieren. Datenpack 2.0 brachte ja auch den Gameplay-Patch. Habe ich ja eben schon mal erwähnt, dass ich da noch nicht ganz so warm geworden bin, zumindest was die Ergebnisse angeht. Wie sieht es bei euch aus? Ja, habt ihr Änderungen gemerkt? Findet ihr das Gameplay jetzt deutlich besser? Es gab ja in den letzten Tagen vor meinem Urlaub, also Anfang Oktober, fingen ja dann einige an, richtig abzukotzen, dass PES ja gar nicht geht. Gameplay und Rotz und online ist das schlechteste aller Zeiten. Habe ich persönlich nie nachvollziehen können. Ich habe das Spiel vor dem Patch geliebt und ich werde es wahrscheinlich auch nach dem Patch jetzt weiter lieben. Aber was für Eindrücke habt ihr gesammelt? Ist das Gameplay jetzt deutlich geiler? Ist es viel, viel besser? Nur ein bisschen. Ich hatte eine kleine Umfrage auf Twitter gestartet. Da sah das schon sehr, sehr positiv aus, dass alle gesagt haben, das Gameplay ist besser geworden. Von daher freut es mich, da erstmal so in die Richtung zu gehen. Oder dass der Eindruck schon mal ein guter ist. Bronzener Ball aus Spanien. Capezzi, ne, das war Italien, ne? Ne, es war Spanien. Albacete, zweite Liga. Nicht der Rede wert. Servus Marco, alter Stammzuschauer. Schön, dass du wieder da bist. Lange nichts gehört. Warst du auch einer von denen, die gefragt hat, wo der Let's Playmaker geblieben ist? Ich hatte eigentlich gehofft, ich habe es ausdrücklichst angekündigt mit den 2 Wochen Urlaub, aber gut, schön, dass du trotzdem wieder hier bist, hier wieder hergefunden hast. Makarocki, Servus, freut mich, dass du wieder reinklickst. So, Gameplay besser, jawohl. Gameplay besser, freut mich zu lesen, ja. Ja, Dix, bin ich ein bisschen bei dir. Also so richtig viel merkst du nicht. Also ich könnte jetzt, sagen wir mal so, hätte ich nicht gewusst, dass es ein Patch gegeben hätte, hätte ich gedacht, ja, das ist das übliche MyClub hin und her. Mal hast du halt ein bisschen Momentum, Glück, mal nicht. Aber so Dinger wie, dass sich die Spieler ein bisschen, also mindestens ein bisschen intelligenter verhalten,
Was so Abpraller und ich glaube Loose Balls haben sie es genannt in den Patch Notes. Das würde ich dann, nachdem man es mir gesagt hat, würde ich es unterschreiben. Aber es ist auf jeden Fall nicht so eine komplette Gameplay-Revolution. Das kann mir keiner erzählen. Es ist nicht deutlich schneller oder langsamer. Fernschüsse sind nicht viel besser. Passen ist nicht schwieriger geworden. Torhüter machen nicht dies, das nicht mehr. Dann haben ja, auf Twitter liest du ja auch viel über irgendwelche Anstoßbugs und so. Das habe ich persönlich nie mitbekommen. Und ich glaube auch, dass ich mit meinem 2-3-Sterne-Teams da eh immer so ein bisschen geschützter bin. Dass das alles nicht so overpaced ist mit den ganzen Featured-Players und so. Das sind dann, glaube ich, immer die Leute, die mit 5-Sterne-Teams versuchen, das Bestmögliche an Teams auch rauszuholen. An Teamstärke rauszuholen. Ich glaube, die sind noch mal, da ist das Gameplay anfälliger für irgendwelchen Quatsch. Dass ein Cristiano Ronaldo jeden Schuss trifft oder jedes Laufduell gewinnt oder was auch immer. Das ist dann schon bei 2-3-Sterne-Teams ein bisschen angenehmer bei mir. Gut, Dennis hat die Ansage gemacht, die ich hören wollte. Endlich fühlt sich PES an wie FIFA. So, da freue ich mich doch drauf heute. Im Stream nochmal richtig steil zu gehen. Im Stream nochmal richtig steil zu gehen. Wo ich den Dennis gerade lese, der hier immer wieder die Abo-Katze fordert. Kann man die schon sehen? Nein, kann man nicht. Kimba liegt hier genau hinter, Freunde. Ja, also genau außerhalb des Bildes. Hier. Ja, da quasi. Da liegt die kleine Maus. Die werden wir dann gleich leider vertreiben müssen, wenn wir in den Gameplay-Teil des Streams übergehen. Aber momentan regen wir uns lieber weiter auf über weiße Bälle, bronzene Bälle. Aber gut, die ersten 10, eher 20 Agenten mit nur silberner Chance, die sind nicht ganz so dramatisch. Spielerwechsel, stimmt. Über den Spielerwechsel habe ich auch was gehört. Der soll besser sein. Hatte ich vorher nie wirklich Probleme mit, muss ich auch sagen. Von daher, oh, das ist ein Originalgesicht. William Kaptum von Real Betis. Erste Liga. Schönes Originalgesicht, ja. Finde ich auch immer wieder schön zu sehen. Ich habe mit meinem 2-Sterne-Team auch den einen oder anderen Bronzespieler. Ich glaube sogar Weißballspieler mal gesehen mit Originalgesicht. Also da muss ich schon sagen, Respekt Konami, dass sie sich die Mühe machen, auch so unbekannte, schwache Spieler mal original zu modellieren. Ich würde jetzt mal behaupten, dass da keiner 3D gescannt ist. Aber dass sie sich dann, nehme ich mal an, trotzdem sehr viele Arbeitsstunden hinsetzen und einem Spieler ein Originalgesicht geben. Er jetzt nicht, Morelli. Aber da gibt es schon, glaube ich, auch den einen oder anderen Weißball, der ein original modelliertes Gesicht hat. So, ich sehe hier in meiner tollen Twitch-App übrigens, dass noch keiner ein Abo dagelassen hat. Seid ihr tatsächlich alle schon Stammzuschauer hier? Das kann doch nicht sein. Wo sind die Abos, Freunde? Aber gut, auf YouTube kommt der Upload ja dann auch wie gewohnt. Vielleicht gibt es auf YouTube noch den einen oder anderen, der dann auch ein Abo dalässt. Immer wieder verwunderlich, dass ich mit meinen 630 Abos. Und da ist der erste weiße Ball. So, Achtung. Oh! Nee, doch nicht. Ich dachte, das wäre dieser Deutsche, Gosens oder wie er heißt. Aber hier Tom Castagne, der mir leider von seiner. Okay, Rechtsverteidiger. Schade. Sieht erstmal mit Originalgesicht sexy aus. Vom Champions League-Teilnehmer Atalanta Bergamo, der Belgier. Kann aber Rechtsverteidiger mit Türkis spielen. Das ist schon mal nicht verkehrt. Ja, guck mal. Da ist der erste silberne Ball. Ist der Stream schon mal nicht unnütz? Box-to-Box-Player. So, wichtig ist bei ihm dann Stamina. Und Stamina können wir nicht sehen, weil meine Hackfresse davor ist. Schade. Ich wüsste gerne, ob der viel Stamina hat, weil mir das immer wieder auffällt. Die Außenverteidiger, auch wenn ich denen nicht explizit sage, lauf die Linie rauf und runter, dann machen sie es irgendwie trotzdem und dann werden sie schnell müde und dann muss ich immer wieder auf der Bank irgendwelche Spieler bereit haben. Liverpool-Tottenham heute. Ja, okay. Ist ein bestimmt ein spannendes Spiel. Gucke ich mir vielleicht sogar an. Guter Hinweis. Keine Player-Skills. Schade. Ah, schade. Ist kein ausgewiesen geiler silberner Ball. Tom Castagne. Schade. Nächster Versuch. So, und ich gehe mal kurz aus dem Bild und sag mal ein paar Leuten Bescheid, dass ich da bin. Und während ich das mache, gibt es den weißen Ball. Ja, das ist direkt die Quittung, dass ich hier nicht ordentlich aufmerksam bin. So, sorry. Zack, zack. Alle müssen ja Bescheid wissen, dass ich streame. Ne? Ihr könnt auch das vielleicht an der Stelle auch mal gesagt. Ihr könnt ja auch mal Freunde und Familie Bescheid sagen, ne? Von wegen hier Let's Playmaker, cooler Typ.
Geh doch mal hin, guck doch mal zu. Ach genau, da wollte ich ja gerade hin. Stamina 67, schreibt der Dennis hier. Sauber, danke für den Hinweis. Dann ist er auf jeden Fall für die Rechtsverteidigerposition sehr, sehr dankbar. Kracher ist auch da. Ja, auf dich habe ich gewartet. Einer von den wenigen von euch, die auch auf Twitter mitsteigen. Ja? Ihr habt Trainingslager-Eindrücke auf Twitter gesehen. Von mir und den Let's Playmakers 11 oder vielleicht nur von mir. Aber ich als Sportvorstand habe auch ein paar Trainingseinheiten da in Taiwan mitgemacht. Mit Hasenhüttl und seinen Jungs. Also auf Twitter wird das Ganze nochmal um ein bisschen Rollenspiel, wenn man so möchte, verlängert. So, ich poste jetzt hier mal den YouTube-Playlist-Link rein, falls hier auch jemand dabei ist und das nicht weiß. Ne? Das wird ja alles auf YouTube hochgeladen. Also, wer nicht live auf Twitch sein kann, der kriegt Let's Playmaker On Demand auf YouTube. Balenciaga, Linksverteidiger, brauchbar. Nächster silberner Ball. Nächster silberner Ball. Das ist doch schön. Ist das heute ein Glücksstream? Yeah, Vollbart. Vollbart ist sowieso, regelt sowieso. So, jetzt wird's wichtig. Der kann alles so ein bisschen. Auch da darf der Dennis mir gerne wieder Stamina sagen. Long Throw. Ja, super. Keine Player Skills, die sich lohnen. Das ist bitter. Stamina 84. Über 80 ist da, glaube ich, wenn ich das mal so sagen darf, Minimum. Weil sonst, ich habe, glaube ich, den Dalbert auf Linksverteidiger gehabt. Viele von euch kennen den Kollegen noch, den brasilianischen Linksverteidiger, den ich lange Zeit eingesetzt habe. Der hatte da, glaube ich, eine 80 und der wurde mir immer zu schnell müde. Das war immer sehr lästig. Von daher, über 80 ist schon schön, ist schon sehr brauchbar. Ja, Kracher macht wie gewohnt Druck. Hat das Trainingslager in Taiwan wirklich was gebracht oder war das nur so ein Marketing-Gag? Ja, wir sprechen noch drüber, wenn das diese Woche nicht Division 1 wird. Ja, mal gucken. Also auch Division 12 zurück. Ja, in 2 ist eigentlich schon so ein bisschen das Ziel, mindestens in 2 zurückzukehren. Ihr erinnert euch vielleicht, Gasperini in Division 1 aufgestiegen, dann in Division 4 abgestiegen, dann entlassen. Und dann haben wir Ralf Hasenhüttl verpflichtet, der sofort knapp an Division 1 vorbeischrammte. Mit dem es dann, Entschuldigung, mit dem es dann in Division 2 ging. Und dann kam eben die Entscheidung meiner Frau, dass wir jetzt ins Trainingslager nach Taiwan müssen. Jawohl, also von daher mal gucken, wie das diese Woche läuft. Ersteindruck vom Gameplay ist zumindest, was die Ergebnisse angeht, nicht so geil. So, guck mal, der Pessimist HD hat ein Abo dagelassen. Ganz herzlichen Dank. Oh, wo ich das gerade sage. Nächster Silberball. Ich komme hier zu nix. Wer ist es? Aus der ersten französischen Liga von Rennes. Rechts außen hilft mir gar nichts. Er kann auf der 10 spielen. Oh, der hat einen Riesenabschluss. Odin. Robert Odin. Kein Originalgesicht. Schade, aber der hatte einen Riesenausschlag bei Schießen, bei Shooting. Der 23-Jährige. Ist natürlich bitter, dass der so viele Positionen auch gut spielen kann und die habe ich alle nicht im System. Aber wenn der. Unter uns gesagt, wenn der Ralf jetzt nicht performt, da bin ich ganz beim Kracher, dann kommt ganz schnell der Roberto Martinez und der spielt deutlich offensiver und dann habe ich auch wieder Außenstürmer. Aber egal. Schau mal, was kann der denn? Der kann alles so ein bisschen schießen. Wo ist Schießen? Wo ist Schießen? Hä, wo ist denn Abschluss? Finishing 84, genau. Kicking Power 83, genau. Also der hilft uns auf jeden Fall im Abschluss weiter. Und jetzt wird's wichtig. Oh, schöne Player Skills. Was ein geiler Typ. Und der arbeitet mit nach hinten. Brauche ich jetzt als Zehner nicht wirklich, aber geil. Rising Shot First. Ja, der hilft. Robert Oda. Vorher nie gehört. Macht wieder Spaß hier von wegen Spieler kennenlernen durch MyClub. So muss es sein. So muss es sein. So, und jetzt hier oben ist der erste Vierer, Vier-Sterne-Scout. Ja, also es geht langsam in die entscheidende Phase des administrativen Teils. So, und was ich. So, pass mal. Jetzt ziehen wir den Spieler und dann sage ich mal was auf. Das bringt mich hier immer so aus dem Rhythmus, was ich erzählen will. Brasilianische Liga, geht das überhaupt noch Silber? Es geht nicht Silber, es geht Weiß. Ja, zweite Liga, vollkommen egal, weg mit dir. So, was ich auch sagen wollte, Pessimist HD hat ein Abo dagelassen. Hattet ihr dann so ein Overlay bei, im Twitch-Stream von wegen New Follower und dann flog da irgendwie so eine Animation durch, weil der geschätzte Kollege Jenkins, danke an dieser Stelle, hatte mir den Hinweis gegeben, dass man mittlerweile auch auf Twitch so, Extensions nutzen kann für Overlays. Und eigentlich hatte ich das Ding jetzt aktiviert vor dem Stream und habe gesagt, okay, wenn ein neuer Follower kommt, dann sollte da so eine Animation kommen, so eine automatische Danksagung. Die Leute, die das jetzt auf YouTube sehen, die haben das wohl dann wiederum nicht. Also ideal für
tatsächlich live gestreamt, aber es verzockt dann nicht den Upload auf YouTube. Gab es so eine Animation? So, Dix sagt nichts gesehen, ja, dann hat sich das eben, hat das mit dem Einrichten nicht geklappt. Toll, läuft, kein Overlay, ja, super. Muss ich mir dann später nochmal angucken. War mit wenigen Klicks eigentlich aktiviert und jetzt dann doch nicht. Okay, naja, schade. Gucken wir später nochmal drüber. Dann haben wir noch eine Neuigkeit, eine Neuerung für den nächsten Stream oder wann auch immer. So, es geht wieder nach Frankfurt. Wieder aus REM. Wieder unbrauchbar. Nicht wieder, sondern erstmals unbrauchbar. Alexandre Di Sassi. Abidou. Abu. Abu. Ja, egal. 1,90 als Innenverteidiger ist schon mal nicht verkehrt. Aber ansonsten hilft's nichts. So, Dix, wo du live dabei bist übrigens, ne? Halt, überleg dir schon mal, ob ich zuerst den Real oder zuerst den Barca-Scout ziehen soll. Das hat ja seinerzeit mit der Ansage beim Arsenal-Scout gut geklappt. Da gab es dann Granit Xhaka. Überleg dir schon mal in Ruhe. Kein Schnellschuss. Überleg dir in Ruhe. Ich wollte schon sagen, das ist nicht Juan Arango, der früher bei Gladbach gespielt hat, 28. Nein, der Juan Arango ist mittlerweile, glaube ich, 38. Schade. Der war, glaube ich, auch kein Kolumbianer, ne? Juan Arango. Vollkommen egal. Ich ziehe keine Legenden. Nee, Makaroki, du kennst ja hoffentlich meinen Road to Glory-Ansatz. Das heißt, jeden Scout einzeln ziehen. Und Legenden, okay, das ja, passt trotzdem. Legendenagenten werden nur gezogen, wenn Agenten eine Legende drin haben, die mich auch interessiert. Und da muss ich ehrlicherweise sagen, Figo, Roberto Carlos und Romario reizen mich jetzt nicht so sehr, dass ich meine 2800 Coins dafür aufwenden möchte. Dementsprechend gibt es gleich noch zweimal den Legend Edition Premium Agenten. Aber das wird dann das höchste der Scouting Gefühle sein. So, okay. Also, das waren alle drei Sterne Scouts. Dreimal Silber, wenn ich richtig mitgezählt habe. Und das ist schon mal eine geile Quote, muss man ehrlich sein. Und Figo, immer ein Traum, ja, genau. Figo hatte ich letztes Jahr, hat mir überhaupt nicht geholfen, hat mir überhaupt nichts gebracht. So, wir ziehen jetzt alles andere außer die beiden und dann macht der Dix eine Ansage. Kein Park, ja, genau. Da habe ich zum Beispiel im Urlaub gedacht, okay, Beckham und Park Ji-sun als coinpflichtige Legenden habe ich gar kein Problem mit, von daher nichts verpasst. Und jetzt wieder. Also noch bin ich ganz entspannt, was diese ganzen Agenten angeht. Ah, Pessimist HD, Servus. Schön, dass du nicht nur ein Abo da lässt, sondern auch kommentierst hier im Chat. Freut mich. Ja, ich spiele noch die Fünferkette. Wir spielen heute mit Hasenhüttl 5-2-1-2. Da bleiben wir konsequent. Ja, der Kollege hat sich jetzt 2 Wochen in Taiwan mit der Mannschaft intensiv vorbereitet, das System eingeschworen, das muss jetzt einfach laufen. Es lief ja vor dem Urlaub auch schon, aber es muss jetzt noch mal besser laufen. So, das ist schon mal wieder Grütze. 2 4-Sterne-Scouts, 2 weiße Bälle. Das ist dreckig. Ja, guck mal, da sind so viele gute Spieler möglich und ich kriege weiße Bälle. Was ist hier los? Ja, Kracher, bin ich ganz bei dir. Es ist recht mies, dass man die Legendenagenten bisher nur mit Coins ziehen kann. Und das war letztes Jahr ja nicht so dreckig. Silberner Ball, das ist doch schon mal nicht verkehrt. Levante hat Tono. Linksverteidiger. 1,79, der ist relativ schnell, kann aber auch gut abspielen und gut dribbeln. Ist nur kein guter Abschließer, aber das sollen die sowieso nicht sein. So, Dennis, auf geht's. Wie viel Stamina hat der Kollege? Nein, ich habe ihn weggeklickt. Ich wollte ihn mir angucken. Ich hektischer Horst. Laberlurch, schön, dass du wach bist, wieder da bist. Freut mich, dass du wieder reinklickst. Hast bisher 4 silberne Bälle verpasst, sonst nix. Ja, es geht nach Argentinien. Irgendwie immer, wenn wir nicht in Europa landen, habe ich so das Gefühl, kann nicht viel bei rumkommen. Auf der anderen Seite, silberne Bälle gibt es natürlich auch in Südamerika zuhauf. Tono 80 Ausdauer. Ja, Ticken zu wenig. Ticken zu wenig, weiße Bälle eh zu wenig. Oh, Physical Contact. Ihr kennt ja offene Stammzuschauer, zumindest kennen meine Affinität zur Physis. Ja, vorne Wandspieler, Mandzukic und Co. gerne gesehen. Andy Carroll haben wir jetzt auch im Kader für heute. Es geht nach Italien. Da ist ja ein Mandzukic.
Ja, wollen wir nicht übertreiben. Oh! Christian Maggio spielt. Och du Scheiße. War der nicht früher bei Lazio und richtig. Ja, 37 mittlerweile. Cristiano. Irgendwie sowas. Maggio, sehr guter. Oder ehemals sehr, sehr guter Außenverteidiger. Jetzt mittlerweile nur noch Bronze. Mit Originalgesicht und unrasiert. Ja, geil. Der sieht mir ein bisschen ähnlich, oder? Der sieht mir. Der Maggio. Bin ich ein Cristiano Maggio oder was? Ja, so ein bisschen mehr Bart, ansonsten hässliche Frisur, cooler Typ. Cristiano Maggio. Ja, Rechtsverteidiger immer gerne gesehen. Dennis, sag mir immer hier Stamina. Candy Errol, super witzig. Pochettino gibt es auch mit Fünferkette. Ja, noch hab ich genug Trainer, die ich versuchen kann. Oh, Captain C Heading, Fighting Spirit. Fighting Spirit immer gerne gesehen. Immer mit nach hinten arbeiten, sehr gut. So, noch acht. Noch acht 4-Sterne-Agenten. Franck Ribéry ist mit in der Verlosung. Maggio, ja, okay, der ist alt. 37, 73er Ausdauer, das passt zusammen. Es geht wieder nach Argentinien. Wir plündern heute Südamerika, das ist scheiße. Velasco, cooler Name. Scheiß Ballfarbe. 25 bis 29 Jahre, ja, da ist alles möglich. Auf geht's, es geht nach Kolumbien. Ich glaube, dass die Wahrscheinlichkeit, ja, sehr, sehr gering. Oh Mann, ey. Ihr müsst euch das ja auch mal so vorstellen, ne? Ich ziehe ja immer nur Agenten und Scouts im Stream, ne? Das heißt, ich brauche diese Streams auch, um die Mannschaft besser zu machen, um dann auch abseits des Streams beim Spielen erfolgreich zu sein. Heute beim Zusammenstellen der Mannschaft habe ich wieder gemerkt, mir fehlen so ein bisschen Alternativen. Und sobald mal einer von meinen guten Spielern eine D-Form hat, ist der ja auch raus im Aufstellungsmenü. Gold! Da ist ein Goldball, Freunde! Sevilla! Vasquez! Ich glaube, ein Spielmacher. Oh! Ein 80er! Alter! Da ziehst du einen Goldball, das ist das Schlechteste, was geht. Egal, Vasquez. Den hatte ich, glaube ich, auch in 2019. Glaube ich, ein kongenialer Fußballer. Geile Frise. Geiles Originalgesicht. Warum ein 80er? Es könnte ein 84er sein. Egal, der kann richtig gut Fußball spielen. Den gucken wir uns jetzt an. Ja, Vasquez. Schöner Vasquez. So, guck. Oh, jetzt nichts verklicken. Spielmacher. Ich liebe Spielmacher. Oh, ist der gut am Ball. Guck mal, 92. Einfach nur ein Fußballer. Aber der kann nicht gut abspielen. Low Pass, Lofted Pass, ist so geht so. Na egal, weiter geht's. Was kann der sonst noch? Ist mit dem linken. Was bist du für ein Füßchen? Ist mit dem rechten Fuß grützig. Guck mal, rechter Fuß 1-1. Weak Foot. So, jetzt Player Skills. Komm bitte, alles durch die Decke. Ja, das ist okay. Ist okay. Kann den tödlichen Pass spielen, kann den mit dem Außenriss spielen. Dann brauchst du auch den schwachen Fuß nicht. Ja. Was hat er für eine Wochenform? Oh! Ja, den simulieren wir auf 99 Team Chemie. Nicht verkehrt. Nicht verkehrt. Ja, ich weiß. Ist ein Goldball, da sollte man nicht undankbar sein. Aber das ist genau das, wenn du einen Silberball ziehst, dann ist das ein 75er. Es ist, ja, aber Undank ist der Welt ein Lohn und so, ne? Von daher, okay, freuen wir uns, dass ein goldener Ball dabei war. Es ist ja bei den Wahrscheinlichkeiten, da ist das ja eigentlich schon ein Geschenk des Stochastik-Gottes. So, nächster Spielmacher. Das ist Free Agent oder was? Atlantischer Ozean, das ist ein Silber. Oh nein, jetzt habe ich weggedrückt. Jetzt war ich zu hektisch und es ist Amine Harit. Und der ist richtig fett, glaube ich, bei PES 2020. Und es ist ein 78er. Guck mal, das kann man feiern. 78 Silber, super cool. Super geil, schnell, dribbelstark. Das ist schön. Das ist ein guter Spielmacher. Der kann auch auf der 8 spielen, wenn wir offensiver sein wollen. Amine Harit von S04. Geile Frise. Auch hier wieder, ich glaube, sogar 3D gescannt. 22-Jähriger. Ist der nicht Marokkaner? Ist der echt Franzose? Aber okay. Der ist schnell, okay, und ist gut am Ball und alles. Der kann mit dem schwachen linken Fuß auch was anfangen und der, oh, Player Skills. Wunderschön. Ah, muss man auch wieder relativieren. Der hat zwar Player Skills ohne Ende, aber das sind die Skillstick-Kombos, von denen ich maximal den Double Touch nutze, seien wir ehrlich. Gamemanship, also der kann schwalben. Oh, Outside Curler. Ich liebe Outside Curler, obwohl das einfach nur so eine schöne Animation ist, aber ich liebe es. Kann gut Fußball spielen am Ball. Ja, ist gut.
Amine Harit. Guck mal, zweimal in Folge, richtig geil. Ja, Amine Harit, der wird seine Spielzeit bekommen. Hat beide Staatsangehörigkeiten. Hier der Kracher, Freunde, der kennt sich aus. Der spielt für Marokko. Guck mal, genau. Also war auch mein Eindruck. Wer war mit Stamina 70, Dennis? Um welchen Spieler ging es da? Um Vasquez oder was? Der hat nur Stamina 70. Also generell, wenig Stamina ist immer nervig, weil du dann genau weißt, 70. spätestens 75. musst du wechseln. Das gehört leider alles auch irgendwie mit dazu. Stamina bei Vasquez nur 70. Ja. Leider nicht das Total Package. Egal, weiter geht's. Wir sind on fire. Nein, sind wir nicht mehr. Schöner. Oh. Ich wollte gerade schon sagen, Michael Forsell, der ehemalige Gladbacher, aber nein, es ist Peter, sein jüngerer Bruder oder so. Naja, egal. Ja, weg. Nach Ausflippen über Silber und Gold muss man auch mal wieder einen weißen Ball bekommen, um wieder runterzukommen. So, und jetzt Kracher, jetzt kommt gleich deine Zeit, ne? Jetzt musst du gleich die Ansage machen, Kollege. Jetzt gleich die Ansage Real oder Barca Scout als erstes. Aber jetzt ziehen wir noch einen Linksaußen aus Italien. Weißball. Yay. Schöner Seitenscheitel. Alessandro Di Grazia. Geh weg. Aus der jetzt auch voll lizenzierten Serie B. Danke Konami. Danke Datenpack 2.0. So, Dix. Ich warte jetzt wenige Sekunden. Du weißt seit 5 Minuten, dass jetzt dein Moment kommt. Real oder Barca Scout? Wer kommt zuerst? Oder hast du schon wieder Alt F4 gedrückt und guckst dir einen anderen Stream an oder was auch immer? Da ist der Dix. Barca Scout zuerst. Barca Scout zuerst. Übrigens, jetzt wo wieder ein paar Leute mehr da sind, möchte ich an der Stelle nochmal kurz darauf hinweisen. Ne? Hier, ich war in diversen Tempeln in Taiwan und ihr könnt, also viele von euch können das ja hier nicht lesen, ne, mit dem Mandarin, aber ich kann das auch nicht übersetzen. Was ich sagen will, ist, hier unten steht was Geiles. Guck mal hier. Your Talents will be discovered soon. Ja, also schön retweeten und Freunden Bescheid sagen, dass mein Talent streamen ist und alle hier reinkommen sollen und mir beim Spielen zuhören sollen. So. So, pass auf. Der Dick sagt Barca first. Okay, also, pass auf. Barca first. Und da ist alles möglich und am Ende wird's. Warte mal, das will ich jetzt mal sehen. Was für grützige Spieler hat Barca denn noch möglicherweise? Ah, er wird's. Freuen wir uns auf Inaki Peña als Torwart. Aber der wäre auch ziemlich süß hier mit Originalgesicht seit dem Datenpack. Hier, den würde ich auch feiern. Der wär witzig. Aber ihr wisst selber, es wird ein weißer Ball. Egal. Was nutze ich für Sim-Games? Ich nutze Sim-Games, um alle Spieler auf 99 Teamchemie zu bekommen. Aber mittlerweile sind das nur noch weiße Bälle, die fehlen. Und das ist ja so der Standard, ne? Packst dir die Bank voll mit allen schwarzen Bällen, damit die Sterne hochgehen, damit du mehr GPs bekommst und simulierst dann mit weißen Bällen. Also von daher ist das momentan mein Ansatz, alles auf 99 Teamchemie zu simulieren. Aber in der Regel ist das dann ein Weißballteam. So, jetzt Daumen drücken. Gold, Hauptsache nicht weißer Ball. Denn wir wissen, dann ist das Inaki Peña. Es ist Inaki. Konami, piep. Ist das ärgerlich. Dix, was stimmt nicht mit dir? Du hast dein Mojo verloren. Oh, ist das ärgerlich. So nah dran kommen wir nie wieder an Arthur oder Fatih oder was auch immer. Oh, das nervt. Schade. Guck mal bei Real Madrid. Wie dramatisch wird es bei Real? Hier ist auch einiges möglich. Jovic, Asensio. Einige geile Na. Ah, oh! Bronze fällt raus. Weil wir den Brahim Diaz schon haben. Und der ist ein ziemlich geiler Spielmacher. Das heißt, einer von den beiden wird's. Weil, wenn es nicht Bronze wird, wird es automatisch. Ja, komm, sei mal ehrlich, ey, so viel Auswahl, am Ende wird's ein. Wahrscheinlichkeit auf 71%, ihr Drecksäcke. Auf dem weißen Ball. Fatih, ja, Kracher, toll. Hast auch keine Ahnung. Du weißt auch nicht, wie das hier funktioniert. Will der mir erzählen, ich krieg Fatih und ich krieg dann den Inaki Peña. Komm schon! Komm, geh kacken. Klarer Fall von geh kacken. Ja, guck mal. Guck. 1,79 Innenverteidiger. Hör mal, der wird bei Fortuna Düsseldorf wird der nicht mehr spielen. Alter Verwalter. Guck dir mal das Sechseck an. Das Sechseck ist so ein kleiner Krümel. Ach, ist das ärgerlich, ey. Ist das ärgerlich. Ich meine, klar kriege ich jetzt nicht immer 4 Sterne Granit Xhaka.
Aber das ist ärgerlich. Vor allen Dingen, weil Bronze ausgeklammert war durch den schon verpflichteten Brahim Diaz. Das ist ärgerlich. Egal. Lassen wir uns nicht runterziehen, Freunde, denn die Highlights kommen noch. Die Highlights kommen noch. Guck mal hier. Ne, die nicht. Da kommen die Highlights. Zwei Premium-Agenten haben wir noch und das sind mindestens Silberspieler. Servus Achim. Schön, dass du wieder dabei bist. Alter Stammzuschauer, schön, dass du wieder da bist. Hast einmal Gold, viermal Silber oder so verpasst, aber zum Premium-Agenten bist du da, das ist die Hauptsache. Oder so, keine Ahnung. Und ja, wollen wir nicht lange drum rumreden. Jetzt ist alles möglich. Jetzt alles möglich, außer Bronze und Weißwein. Jetzt alles möglich. Sechs silberne Spieler, aber theoretisch. Und wir fliegen nach Holland. Wir fliegen nach Holland. Ey, ich krieg die Krise. Lars Immers mit 77 der Beste im Pack. Der kann auf der Mittelachse offensiv alles spielen. Hilft mir trotzdem. Ja, wobei, scheiße ist, also für 2 bis 3 Sterne-Teams ist das natürlich jetzt nicht verkehrt. Wollen wir nicht undankbar sein? Wollen wir nicht undankbar sein? Guck mal hier. Lars Immers. Der 33-jährige Routinier. Wer kennt ihn nicht? Vielleicht heißt er nicht mal Lars. Vielleicht heißt er Lasse. Oder Leroy. Lasse Immers. Vollkommen egal. Aber der hat ein geiles Sechseck. Nicht so wie dieser kümmerliche Spacken von Real Madrid gerade. Guck mal, der kann alles so ein bisschen. Bisschen 70, bisschen 80. Lars Immers. Ey, Freunde. Warum freuen wir uns nicht über den 1,87 großen 33-jährigen Wonneproppen aus den Niederlanden? Mit keinem Player-Skill. Oh, Captain, Fighting. Ja, ist ein Krieger. Und weil wir gerade in der Laune sind, feiern wir weiter. James Lolley. Der kann auf dem Flügel alles spielen, aber der kann auch auf der 10, auf der 9, ja. Von Nottingham Forest, vom Traditionsverein. Die haben mal den Pokal der Landesmeister gewonnen. Nottingham Forest, Freunde. Jetzt rede ich mich hier in unberechtigte Rage. Weiter geht's. Nottingham Forest hat einen Ausschlag bei Speed. Geschwindigkeit heißt das. Da seht ihr, guck mal, wie antrittsstark, wie der abgeht. Aber der kann nichts mit Kopf, ist egal. Jetzt wird's wichtig. Der hat Player Skills, ja, ein guter Typ. Und dann kommt, oh, der ist gut hier, der Kopp. Den habe ich mir bei PES 2019 mit einer Combo geholt. Dario Kop. Der ist, glaube ich, sehr physisch. Ja, schöner Brecher vorne. Wer braucht Candy Errol? Der ist auch gut. Guck mal hier, der ist bei Physis. Hat der doch da bestimmt. Nee, das sieht ein bisschen rötlich aus. Hat der bei Physis nur eine 76 in meinem Haaransatz hier oben? 76? Ich dachte, der ist physisch. 1,87. Ja. Acrobatic Finishing immer gerne gesehen. Hä? Ich hätte jetzt schwören können. Ja. Feiern wir nicht zu viel ab. Candy Errol mit Lolley. Auch geile Namen. Auch sehr geile Namen. Ja. Ist schön, Kracher, wie du alles immer auf den Vorstand setzt. Ja, wir setzen unser Vertrauen in die Scouting-Abteilung. Was soll ich da noch machen? Ich sitze in meinem schönen Büro und sag, Hasenhüttl macht eine geile Mannschaft, Scouts zieht los, Premium-Agenten zieht los und wenn die dann so eine Scheiße bringen, was soll ich als Sportvorstand da noch anmachen, noch besser machen? Ich habe halt meine Mitarbeiter und da ist das Vertrauen nicht immer gerechtfertigt. Sehe ich selber ein. So, jetzt. Letzter Argentinien. Kann nur Scheiße sein. Boah, 6 Silberbälle. 77. Ja, dafür fliege ich 14 Stunden um die halbe Welt, um diese Scheiße wiederzuholen. Aber bei Cabral muss man sagen, ich glaube, den kenne ich sogar aus 2019. 1,89 ist geil. Ausschlag bei Defensive und Stärke und Strength. Also Physis. Der ist nicht unbrauchbar, der Kollege. Der ist als Innenverteidiger nicht unbrauchbar. Und es gibt noch Nakamba, und das sieht nach Originalgesicht aus. Und es gibt noch Lucas Perez. Das sieht aus wie Daniel Caligiuri mit rasierten Seiten, aber ja. Also, Cabral, komm. Ja, da ist was Gutes hier. Eine 90, glaube ich, hier in Physis. Brauchbar. Nicht zu langsam mit der 70. Ja. 1,89 wird eh gefeiert. Ballwinning, Aggression. Ja, der ist gut. Der ist richtig gut. Richtig erinnert. Acrobatic Clear, Interception, Man-Marking, Heading. Ich wüsste nicht, was da noch fehlt. Der perfekte Innenverteidiger. Yannick Cabral. Sehr geil. Hat er eine gute Form? Hat eine B-Form! Der kommt diese Woche noch zum Einsatz. Geil.
Sauber. Abfeiern, wo wir nur können, Freunde. Nicht aufgeben. Nakamba. Mittelfeld. Sehr gut. Destroyer. Auch immer gut. Wo ist die Größe? Von Aston Villa, zweite englische Liga. Ja, nicht langsam. Kicking. Ja, ja, alles gut. Aggression, Ballwinning, alles so 1,77. Ah, bisschen zu klein für die 6. Egal. Och, der hat auch alles. Player Skills. Feiern, feiern, feiern. Mindestens auf der 8, wenn wir zerstören wollen. Geil. Mologu Nakamba. Mologu, ist das ein Vorname in Simbabwe? Ja, Exot. Nakamba, sehr geil. So, und jetzt kommt der letzte. Ja, eher so der quirlige Typ. Der 31-Jährige. Der kennt Tamás Pina persönlich von Alaves. Auf der 8. Nee, auf der 10, auf der 9. Wahrscheinlich eher auf der 10. Ja, egal. Guck mal hier, alles orange. Der kann alles ein bisschen. 1,80. Nee. Ja. Lucas Perez weg. Aber die anderen beiden, die waren gut. Ja, wir müssen ja immer wieder überdenken oder daran denken. So, wo sind wir denn hier? Bronzeware, interessant. Hatte ich ein Bronzeware? Nee, ich glaube nicht. Oh, gute Frage. Ich weiß es nicht. Weiß jemand, wie man bei den Soundtracks einen Song weiterskippt? Auf welcher Plattform auch immer. Ich habe den Sound natürlich, die Hintergrundmusik natürlich komplett ausgestellt, damit das hier nicht irgendwie auf Twitch oder YouTube dann komplett ohne Sound läuft wegen Lizenzverletzung. Aber falls jemand weiß, wie man irgendwie Songs skippt, ich wüsste jetzt ehrlicherweise nicht, wie es geht, der kann das ja gerne mal hier in den Chat reinhauen. Dann sage ich das dem Kollegen Pessimist auch gerne. Ja, Dennis sagt, ist nicht möglich. Wäre jetzt auch mein Eindruck. Ich habe sowas noch nie gehört, noch nie eine Tastenkombo dafür gelesen. So, das war der administrative Teil, Freunde. Jetzt haben wir genug Spieler gezogen. Da war ein bisschen Glück und sehr viel Pech dabei. Aber was will man erwarten bei 70% Chance auf Weißball? Dann kriegt man auch Weißball. Katze ist mittlerweile weg. Ich glaube, ich bin wieder zu laut geworden. Wir können jetzt endlich virtuellen Fußball spielen. Wem es bis hierhin gefallen hat, ja, gerne ein Abo dalassen, egal ob auf YouTube oder hier gerade live auf Twitch. Bisher hat mir nur der Pessimist HD heute ein Abo dagelassen. Das kann doch so nicht bleiben. So, wir ziehen um. Andres Iniesta, Wissel-Kurve-Trikot. Asiatischer wird es heute nicht mehr. Und dann geht's in den Ranking-Modus. Wie gehabt, 3 Sterne Extravaganza. Oh, der Benčić ist auch wieder da. Ich level die Spieler nicht. Das geht eigentlich nicht gegen meine Prinzipien. Also ich level sie schon. Nee, falsch. Wenn ich so einen Special-Match-Agenten bekomme, wo man irgendwie so 4000 Experience-Points bekommt, dann nutze ich den. Und zwar auf weiße oder bronzene Spieler, die sehr viele Player-Skills haben. Aber generell stoße ich Spieler nur ab und nutze sie nicht als Experience-Points-Trainer, weil mir das schon wieder zu schnell geht. Also mir hilft es ja gar nichts, wenn ich einen bronzenen Spieler auf einmal auf 85 hochlevel, dann ist der halt wieder zu stark. Und dann wird meine Mannschaft zu stark und dann auf einmal 4 Sterne und nervig. Von daher, es geht nicht gegen meine Prinzipien, aber es ist einfach nur zu unlogisch für mich, Spieler hochzuleveln, die dann einfach die Mannschaft zu stark werden lassen. Von daher, ja, dieses Jahr zum ersten Mal kein Experience Points Trainer nutzen. Habe ich die letzten Jahre immer gemacht, aber gefühlt geht mir das immer zu schnell mit den Level-Ups und dann hilft es halt nichts. So, ich mache noch einmal hier oben in den Chat die Playlist. So, zum letzten Mal Werbung für den YouTube-Kanal, für die Playlist, also Let's Playmaker on Demand, auch immer verfügbar. Und ansonsten suchen wir jetzt einen Gegner im Neustart-Stream, im Welcome Back aus Taiwan-Urlaub-Stream, wie auch immer wir das nennen. So, jetzt habt ihr gerade meine ungeteilte Aufmerksamkeit. Jetzt warten wir auf den Gegner. Ja, ich kann mir vorstellen, dass meine Katze sich auch gedacht hat, hier 2 Wochen komplette Ruhe. Wo ist sie denn? Ja, liegt in der hintersten Ecke, hinterm Sofa, wo man sich als Katze halt so hinlegt. Wenn hier wieder im La Bombonera sonst was abgeht. So. Ja, okay, dann Dix, schön, dass du da warst. Schönen Sonntag noch. Dann nutzen wir die Zeit halt, während hier immer wieder stundenlang ein 3-Sterne-Gegner gesucht wird. Nochmal die Rundfrage. Jetzt sind wir mittlerweile ein paar mehr hier im Twitch-Stream. Aber die das auf YouTube sehen, können natürlich genauso gerne drunter kommentieren. Datenpack 2.0 zufrieden.
Zum einen, was an Kosmetik hinzugefügt wurde, Serie B, Barca-Trikot 3, 20 neue Gesichter, was auch immer. Und vor allen Dingen aber der Gameplay-Patch natürlich interessant. Gefällt euch die Umstellung oder die kleinen Anpassungen viel mehr oder wie auch immer? Ich freue mich da immer über eure Eindrücke. Ich habe, glaube ich, bisher ein Sieg, zwei Niederlagen, fünf Unentschieden, irgendwie sowas gestern im Laufe des jetlaggigen Tages gehabt und fand es jetzt so, ja, ist vielleicht ein bisschen feiner alles. Konnte jetzt aber so viel nicht feststellen und von daher alles okay. Schiedsrichter, wo der Dennis das gerade sagt, habe ich auch gelesen. Die sollen jetzt noch kleinlicher sein oder wieder kleinlicher wie bei der Demo, irgendwie sowas. Fand ich jetzt nicht. Also ist mir auch nichts aufgefallen, ehrlicherweise. Also es lief. Also da war jetzt keine Szene, wo ich sage, falsch bewertet. Da war kein Vorteil weggepfiffen, kein, ja, was auch immer. So, zwei Balken nehmen wir wie gewohnt nicht. Physis, wo der Pessimist das gerade fragt, ob ich, dass man die Physis nicht sieht. Also du meinst, dass die Spielfigur nicht proper genug ist? Boah, dann keine Ahnung. Dann nie drauf geachtet, ob ein Lukaku kräftig genug aussieht. Das weiß ich ehrlicherweise nicht. Aber wenn du meinst im Sinne von, ob man die spürt, dann auf jeden Fall. Also wenn ich sehe, wie ich mit einem Diego Costa vorne den Verteidiger hinter mir festnagel und Abstöße teilweise ganz entspannt mit der Brust runterholen kann und das auch gut kontrolliere, also richtig schön die Bälle mit Wandspielern festmachen kann, dann finde ich Physis super wichtig. Also dieses Weglaufen ist dieses Jahr gefühlt nicht so stark und du wirst auch häufig dann von robusten Verteidigern so ein bisschen aus der Balance gebracht, verlierst deine Geschwindigkeit dann und Weglaufen ist dann nicht so einfach. Da ist dann dieses physische Abschirmen, auch mit Ball am Fuß und so, finde ich schon sehr wichtig. Also komplett mit lauter Geschwindigkeitsmäusen da vorne spielen, habe ich ehrlicherweise gar keinen Bock und finde die Physis schon sehr, sehr wichtig. Aber das wird der Andy Carroll vielleicht gleich auch mal beweisen. Nicht mehr so Riesenlücken zur Abwehr. Mittelfeld steht besser. Ja, schauen wir mal. Vielleicht ist das dann auch wieder ein Argument dafür, wegzugehen von der Fünferkette, wenn man nicht mehr komplett hinten alles reinstellen muss für eine kompakte Defensive. Vielleicht können wir dann auch wieder offensiver gehen. Und das spricht dann ja auch wieder für Roberto Martinez, der ja mit, ich glaube, der spielt 3-2-2-3 oder so. Also da könnte ich mir dann durchaus vorstellen, auch mal offensiv zu riskieren. Und da bin ich dann wieder tagelang beschäftigt mit Sim-Matches mit Roberto Martinez, um die Teamchemie auf 99 zu bringen, was für mich nach wie vor noch super wichtig ist. Aber gut, müsste man mal probieren. Vielleicht fange ich damit jetzt an, wo ich da gerade drüber nachdenke. Vielleicht fange ich jetzt mit den Sim-Matches an, alles auf Roberto Martinez zu simulieren auf 99. Und dann kann man den ja offline bzw. abseits des Streams mal testen und wenn das richtig gut fluppt, kommt auch ein Roberto Martinez mal zu seinem Stream-Debüt. Aber noch steht der Sportvorstand geschlossen, also das bin dann nur ich, hinter Ralf Hasenhüttl und 5212. Bevor der Kracher hier wieder anfängt, Stress zu machen. Wo bleiben die Fortunen, Dennis? Ja, noch konnte ich mich nicht dazu durchringen. Oh, drei Balken! Ja, er hat Angst. Noch konnte ich mich nicht dazu durchringen, Fortunen mit Scout-Kombos zu holen. Ayhan, Kasim Adams, Kovnatski, Ampomar ist im Spiel und so weiter und so fort. Ja, bisher noch nicht gezielt gesucht. Ah, Ayhan hast du dir auch noch gegönnt. Ayhan, geiler Kopfballspieler, aber mir zu klein eigentlich. Also in echt super Innenverteidiger. Aber für PES-Verhältnisse würde ich fast sagen, zu klein. Aber auf der anderen Seite, wenn du mit einer Dreierkette spielst, kann er ja den halb linken oder halb rechten spielen, wie er das bei Fortuna ja auch macht. Ja. Müsste ich mal gucken, ob ich mir die gönne. Ich meine, sollte sich irgendwie mal rausstellen, dass Konami diese Legendenagenten nur für Coins kaufen Schiene durchzieht, dann habe ich mit meinen GPs ja eh nichts Besseres zu tun, als Scouts zu ersteigern. Also dann könnte ich auch schon sagen, okay, komm, machen wir es nicht so pervers wie mit PES 2018 und PES 2019 und Excel-Tabelle und alle Spieler abarbeiten
Und da ist endlich ein Gegner gefunden. 676 Ratingpunkte, nicht verkehrt. Seit 4 Spielen ungeschlagen. Ich habe das letzte Spiel, und das war dann das Schöne, gegen 900 irgendwas Ratingpunkte 2-1 gewonnen und habe dann zum ersten Mal auch Weekly Points geholt seit der Rückkehr. Also von daher müssen wir jetzt langsam aus dem Quark kommen. Natürlich spielen wir in unserem La Bombonera und jetzt kommt das, was ich ganz zu Beginn des Streams angekündigt habe. Diese beiden Trikots kennt ihr. Und jetzt kommen die zwei neuen Trikots, die ich mir noch erstellt habe. Achtung, ein Third Jersey. Muss ja immer ein bisschen besonders und grützig aussehen. Es sollte lila und gelb werden, aber auf PESmaster.com, wo ich mir die Trikots immer erstelle, ist alles irgendwie immer ein bisschen heller. Also ist es blau und gelb geworden. Ja. Und Special Edition. Das Fourth Jersey ist bei mir immer so ein bisschen legendär angehaucht. Ich versuche es eigentlich immer so ein bisschen oldschool zu machen. Das geht bei PESmaster gerade nicht so gut. Und habe mir gedacht, dann machen wir mal etwas ganz Ausgefallenes. Die quasi Scorpio 1018, mein PSN-Nickname, die Scorpio 1018 Edition. Nur für kurze Zeit im Shop zu erwerben. Ja. Und wenn nicht die Älteren unter euch unter dem Nickname The Scorpions eine schlechte deutsche Softrock-Band verbinden würden, würde ich die Let's Play Makers 11 nur noch die Scorpions nennen. So, das wäre ein cooler Nickname, ja. Nicht die Blues, die Rossonieri, shut the fuck up, die Scorpions. Wind of Change, oh Gott. Das muss man sofort wieder vergessen, aber The Scorpions. Das heißt, wir spielen heute. Nee, pass auf. Hier ist es einfacher so zu spielen. Also, das Third Jersey kriegt heute das Debüt gegen weißes ZSK Moskau. Jetzt habe ich zu viel gelabert mit Trikot und so. Jetzt muss man gucken. Ihr kennt die Regel: Pfeil nach oben muss spielen. Ja, guck mal. Hier, Thomas Magnani muss spielen. Ansonsten Pfeil nach unten haben wir nichts. Ja, so können wir dann starten. Und so gehen wir in den ersten Stream. Guck mal. Das Blau ist schön, ja, geht. Ich hatte, wie gesagt, ich wollte es lila haben, aber PESmaster ist irgendwie so ein bisschen die Farben verzogen. Vielleicht arbeite ich da nochmal nach, aber so geht's ja. So geht's ja. Eihan ist 1,84, ja, ist mir zu klein, ehrlicherweise. Für einen Innenverteidiger. Sousa hatte Pfeil nach schräg unten, oder? Der hatte Orange. Aber Dennis, pass mal auf. Orange, genau. Nee, nee, nee. Es muss schon rot sein. Rot ist 40 Fieber. Dann darf er nicht spielen. Orange lass ich durchgehen. So, erstes Spiel nach Rückkehr. Live im Stream. Schön, dass ihr so zahlreich wieder dabei seid. Freut mich immer wieder aufs Neue. Und mal gucken, wie wir uns hier mit dem neuen Patch zum ersten Mal im Stream auch schlagen. Dario Laxalt. Der sehr offensiv ausgerichtete. Gute Flanke, gute erste Szene. Und ausgerechnet Oscar ist da auf dem kurzen Pfosten, der natürlich nicht für seine Kopfballstärke bekannt ist, der Achter. Gute erste Szene. Und was ich auch noch probieren wollte, seht ihr jetzt hier unten links im Bild. Ich stelle von Beginn an offensiver. Also, wir sind doch eh sehr gut aufgestellt da mit der Fünferkette. Deswegen stelle ich auch bei 0-0 schon offensiver. Ah, okay. Oscar mit dem langen Bein. Christian Kwame, der ja vor einigen Streams schon mal seinen eigenen Song bekommen hatte. Steht da leicht im Abseits. Longley, Clément. Jawohl, gewinnt das Kopfballduell. Da passiert nichts. So, Kontrolle. Wow. Magnani wackelt leicht. Weiter geht's. Laxalt. Der hat auch gute Stamina-Werte. Der Dennis Caramelli hier. Der Karamell-Dennis kann das bestätigen, hoffentlich. Der hat, glaube ich, da hohe 80er-Werte. Der Uruguayer. Immer dankbar als Außenverteidiger. Oh, schöner Wechsel. Bisschen riskant. Hohes Bein. Ja. Kapitän Sousa. Bisschen ungestüm. Ja, drückt er. Oh, hat Mario Mandzukic vorne drin. Seine Mannschaft habe ich mir ehrlicherweise gar nicht angeguckt. Erste Freistoßgelegenheit für Moskau. Der schnuckelt harmlos auf Simon Mignolet. Keine Gefahr für den Belgier. Viertelstunde rum.
Costa noch kein Faktor. Oh, ey, was ist das doch kein Foul von Costa, ey? Was ist das denn? Bewahrheitet sich da der Unkenruf von Dennis, dass ich die Schiedsrichter nicht leiden kann, nicht leiden können werde. Oh, jetzt mal schnelle Kombination. Costa, Kwame, wo ist die Lücke? Da ist keine Lücke. Oscar wird da gedoppelt. Verliert den Ball, wird nachgearbeitet. Ja, das geht. Da ist die Lücke. Da ist die Lücke für Kwame. Nächste gute Chance. Kommt nicht ungehindert zum Abschluss. Ja, mit dem Skillstick ein bisschen rumrühren. Auf gut Glück. So haben wir es gerne. So, jetzt gucke ich mal einmal kurz. Orange ist nicht Magen-Darm. Nein, nein, Magen-Darm ist gefährlich. So, pass mal auf. Warte mal, was wollte ich gucken? Genau, die orangenen Pfeile, alles fair. Aber ich wollte bei der Taktik gucken. Oh, habe ich da was geändert? Ach genau, pass mal auf. Counter-Target ist der Kwame. Und ansonsten passt das. Warum habe ich... Ja, egal. Okay, das passt. Ansonsten ist die Taktik ja recht unverändert zu den letzten Streams. Oh, unnötiger Ball von Koulibaly. Den muss er nicht spielen. Zwingt er seinen Kollegen sofort in einen Zweikampf. Laxalt, sehr umtriebig. In den ersten Minuten. Ah, da war mehr drin. Oh, verschenkte Chance. Da mal durch die Kette zu kommen. Guter Einsatz, Diego Costa. Hat eine B-Form diese Woche. Nachdem ich ihn die ein oder andere Woche wegen D-Form gar nicht nutzen konnte. Noch nicht so eine geile Saison bei Atleti. Der brasilianische Spanier. Nein, check ihn doch durch. Da war doch wieder gutes Angebot von Kwame. Laxalt. Ja, muss er abbrechen. Wird gedoppelt. Verliert den Ball. Oscar steht wieder gut im Weg. Also bisher auch sehr fahrige Partie von Moskau. Können sich noch gar nicht so ganz entfalten. Kriegen noch gar keine... Ruhe ins Passspiel. Abseits Costa, oder? Oder oben aufgehoben? Nein. Lücken sind da. Guck mal, die beiden Außenverteidiger heben da fast das Abseits auf. Keine gute Abstimmung bei Moskau. Also absoluter Ersteindruck hier. Die müssen wir packen. Da muss der erste Sieg heute her. Koulibaly, souverän. Laxalt läuft schon wieder das Angebot. Ja, der gefällt mir. Sehr gutes Spiel. Von Laxalt vom AC Mailand. Hatte ich letztes Jahr bei PES 2019 auch mit Combo geholt. Laxalt wird nicht angegriffen. Kwame. Was ist das denn? Den musst du doch haben. Costa. Das muss das 1-0 sein. Das muss das 1-0 sein. Ey, wie kann man solche... Oh. Leichtfertig. Leichtfertig vergeben. Gibt's mal den Konter. Boah. Sousa zum Glück robust. Nicht auszudenken, wenn da ein Flimflämmchen in den Zweikampf kommt, den verliert Costa. Schiedsrichter lässt da völlig zurecht den Vorteil laufen. Oscar, Kwame. Na, wo ist das Angebot? Kwame, Oscar, schlechter First Touch. Chance vorbei. Mangani steht gut im Weg. Longley rutscht raus. Und lutscht aus. Ja, genau. Rutscht, rückt raus und rutscht aus. Schlechte Grätsche. Mandzukic gegen Koulibaly. Da sind natürlich zwei Schwergewichte. Unterwegs, Koulibaly ist Physis-Sieger an der Stelle. Diego Costa. Ja, Oscar, jetzt muss doch mal was kommen. Oscar, ja, hat mal viel Platz. Gut gekreuzt von Kwame. Und gibt Oscar den nötigen Platz. Wieder kein klarer Abschluss. Und gibt Gelb im Nachgang für Lukas Leiva. Jawohl. Oh, deutlich eklige Szene. Da sind auch schon mal Außenbänder geplatzt bei so hässlichen Grätschen auf den Knöchel, aufs Sprunggelenk. Aber Sousa steht sofort wieder auf. Hart im Nehmen. Oh, Risiko. Kwame, ja, geht gut entgegen. Jetzt vielleicht mal die Möglichkeit. Da ist doch die Lücke. Komm, der muss jetzt mal kommen. Diego Costa. Pfosten, schön. Oscar, schön nachgesetzt, der kleine Wirbelwind. Und zieht das Foul. Ja, da ein bisschen Glück, habe ich jetzt keinen Foul gesehen. Unser taiwanesischer Schiedsrichter. Boah. Ja, Luke Shaw von Menu gibt da völlig zurecht den Zeigefinger.
So, wer macht's? Ich hab. Ja, egal. Okay, pass auf. Wer ist es? Oscar oder. Ne, da macht Oscar das. Oscar. 1-0! Oscar mit dem späten, aber glaube ich vollkommen verdienten 1-0. Ja, wir gucken uns keine fremden Tore an. So geht es seit PES 2016. Verdiente Führung der Hausherren. Jetzt dürften wir auch gerne abpfeifen. Jawohl, das war's. Gute erste Halbzeit. Also wenn das kein Abo wert ist, Freunde, dann weiß ich es auch nicht. Lachs halt mit 85 Stamina, sauber. Ja, sauber. Jetzt ist mir mein komischer Strohhalm hier reingerutscht. Aber gut, darauf können wir aufbauen. Jetzt können wir das stabil zu Ende bringen hier gegen Tuasse Botas Balompi. Balompi, Albacete Balompi gibt es. Also ist das, ist der Kollege vielleicht Spanier? Ja? Schauen wir mal, wie sich Moskau jetzt in der zweiten Halbzeit verhält. Er ist im Gameplay-Menü, da muss was passieren. Mandzukic vorne hängt komplett in der Luft. Da passiert noch nicht viel. Der Fall nach unten bei Laxalt hier, der Orangene, der hilft natürlich nicht bei der Ausdauer. Trotzdem macht er noch einen guten Eindruck. Zur Not kommt dann eben hier Federico Pisacane. Immerhin kein Chemieverlust, auch wenn er nicht voll auf der Position aufgeht. Egal. Mangani regelt das. Achso, das wollte ich noch ändern. Nee, wollte ich nicht. Wurde. So, Oscar macht den kurzen und der Mangani hat den linken Fuß, glaube ich. Ne? Das ist das. Ja, genau. Mangani hat den linken Fuß. Das ist wichtig. Zwei verschiedene starke Füße beim Freistoß stehen zu haben. So muss es doch sein. So, 1-0. Zweite Halbzeit. Let's Playmakers 11. Von rechts nach links. Oh. Badei kommt für Lukas Leiva, der mit der gelben Karte natürlich jetzt auch gehandicapt ist. Oh, gutes Angebot. Oscar arbeitet nach hinten und dann läuft er in die freien Räume. Ah, bleibt da hängen. Da wär schön viel drin gewesen in der Szene, wenn er hinter den Abwehrriegel gekommen wäre. Ja, Cuesta, A-Form, der ist aber sowas von gesetzt diese Woche. Ja, Mandzukic gegen Koulibaly. Sehr schönes Duell. Oh, hektisch. Hektisch hilft uns gar nichts. Sousa. Oh. Abwehrkette rückt einen Ticken raus und stellt beide Stürmer sogar ins Abseits. Das läuft. Sehr gut. So, Koulibaly fordert den Ball. Wenn ich das richtig sehe, verdichtet Moskau jetzt das Zentrum, aber das ist natürlich dann eine willkommene Einladung für die Außenverteidigung. Ja, das pfeift der Schiedsrichter dann nicht. Ja. Komische Entscheidung. Sousa muss mit nach hinten. Oh, verzock ich mich beinahe. Moskau ist ein schönes Land. Oh. Gut gelöst. Fußballerisch gelöst vor allen Dingen. Wieder Oscar. Kann den Ball wieder treiben. Costa nagelt seinen Verteidiger da fest. Wieder Oscar. Gut entgegengekommen. Koulibaly. Alles oder nichts. Grätsche unnötig an der Stelle. Aber geht gut. Geht sehr gut. Mandzukic geht in die Tiefe. Ja, das lässt sich an. Moskau erstmals gefährlich. Eine Stunde rum. Nächstes härteres Foul. Ja, keine Hektik. Laxalt lässt den Ball liegen. Ja, Amacuesta. Longley. Koulibaly läuft. Läuft das Belleken. Okay. Schlechte Ballverarbeitung. Da war er gedanklich schon beim nächsten Pass. Und da wieder gut antizipiert. Gut zugelaufen. Ja, Laxalt. Gefühlt läuft alles über den Uruguayer und langsam wird aber auch die Ausdauer niedriger. So, jetzt haben wir aber die Möglichkeit, Kouame zu schicken. Na, kann sich nicht komplett lösen. Und was? Oh, komm, ey, was? So, jetzt, wo ich hier mit euch spiele und so ein bisschen, vielleicht einen Ticken mehr auf den Schiedsrichter achte, ist genauso kleinig wie vorher, oder? Also irgendwie merke ich da jetzt nicht, dass der irgendwie Situationen
irgendwie groß anders bewertet als vorher. So, jetzt vielleicht der erste Angriff über Di Lorenzo da mal über rechts. Hat ganz viel grüne Wiese vor sich, der Italiener. Bricht dann ab auf Oscar. Der lässt sich abkochen. Und jetzt Sosa, der war wichtig. Zumindest mal das Tempo aus dem Angriff nehmen. Mandzukic, ja, der wartet auf seinen Außenstürmer, Außenverteidiger, was auch immer. Und da ist die nächste gute Szene. Moskau nähert sich an. Und wer hebt da das Abseits immer sowas von auf? Ja, Laxalt läuft das Ding irgendwie komisch zu Ende. Und Mignolet einmal mehr gefordert. Ne, also das gefällt mir gar nicht. Zweite Halbzeit enttäuschend bislang. Und jetzt müssen wir Laxalt rausnehmen aufgrund von Stamina. Also beide Außenverteidiger wie gewohnt müde. Super. Und jetzt kommt, ja. Ja, dann müssen wir uns... Na ja, okay, warten wir noch mal ein bisschen ab. Sousa ist aber der nächste Auswechselkandidat. Und je nachdem, wie sich das Spiel entwickelt, ist das hier... Daran entscheidet sich der Wechsel. Führen wir in 5 Minuten immer noch 1-0, kommt Pina. Und kassieren wir den Ausgleich, dann kommt da was Offensiveres. Denn wie gesagt, das Spiel musst du hier gewinnen. Das ist so der Ersteindruck. Ja. Oh, ist das dämlich gelöst. So eine schlechte Ecke. Oh, jetzt renne ich mit Sousa weg. Ich habe die Nummern meiner Spieler noch gar nicht so ganz drauf. Sousa sollte natürlich als großgewachsener Spieler hinten drin bleiben. Aber Magnani kann sich ein bisschen offensiver orientieren und kann Diego Costa schicken. Guck mal, gute Möglichkeit, gute Kontermöglichkeit. Ja, Double Touch. Und dann ja, lässt er laufen. Physis, Physis, Physis. Nein. Wichtiger Zweikampf. Wichtiger Zweikampf. Den kann man auch sauberer lösen. Gute Grätsche. Kwame, lauf doch mal das Angebot. Guck mal, Kwame trabt. Ist auch schon ein bisschen müde. Ja, ist auch schon ein bisschen müde. Christian Kwame. Jetzt vielleicht mal. Spiel doch mit, Junge. Gammelt da vorne rum. Macht keine Bälle fest. Komm, geh mal einen Ticken defensiver, seien wir ehrlich. Das sieht alles nicht mehr so dominant aus wie in den ersten 45 Minuten, wo wir uns spät belohnt haben. Offene Sohle, lässt der Schiri laufen. Kein Zugriff, kein Zugriff. Und jetzt mittlerweile dritte Großchance. Müssen wir sagen, wer es verdient mit dem 1-1. Naja. So, den Antonio, auf die Spieler kommen wir gleich nochmal zu sprechen. Ja, Sosa muss raus. Tamás Pina. Ne, ist der Pina vielleicht sogar so ein Kapitän-Ehrenmann? Kann er das sogar? Ne, Tamás Pina kann das nicht. So, Tiki-Taka spielen wir nicht mehr. Wir spielen jetzt defensiver. Centering Targets. Spielen wir nicht mehr. Nein. Wir spielen jetzt Angsthasen-Fußball. So, und Counter-Target brauche ich auch nicht mehr. Der läuft eh nicht mehr. Also, komplett dreckig. Defensiv das Ganze jetzt. Es ist mir fast ein bisschen peinlich, ja? Und die Pfiffe im La Bombonera sind vorprogrammiert. Aber ein 1-0-Sieg ist immer noch Ratingpunkte und Weekly Points wert. Seien wir ehrlich. Diego Costa. Oh, schlechter Ball von Oscar. Longley rutscht raus. Oh, Balotelli. Jetzt klingelt's. Ja, verdient. Meine Fresse, ist das behindert. Ja, hatte sich abgezeichnet. Campagna mit dem Ausgleich. Die vierte Großchance ist es dann. Und die ersten Pfiffe sind nicht zu überhören. Diego Costa nimmt nochmal Oscar mit. Geht da was? Ja, Kwame, ist das direkt die Antwort? Ja, das passt zu seinem Spiel. Kein gutes Spiel von Christian Kwame. Musste eigentlich sofort die Antwort parat haben. In der 85. Minute.
Mandzukic gegen Koulibaly. Mandzukic. Ich sag ja, Mandzukic, einer meiner Lieblingswandspieler in PES 2019. Ich glaube, den habe ich sogar mit einer Scout-Kombo geholt. So, Shidosi läuft das Angebot. Der ist noch frisch, der will es noch wissen. Oscar dreht sich da wie ein Bus. Ey, da klappt ja gar nichts. Da klappt ja überhaupt nichts. Wo ist der Zugriff? Ja, das haben wir nochmal gelöst bekommen. Geht's nochmal schnell in die andere Richtung. Es gibt 3 Minuten obendrauf. Wer kann noch? Wer hat noch Ausdauer? Oh, oh, ist das beschissen! Schlampiger Ball von Moskau. Ist vielleicht der letzte Angriff. Vielleicht der letzte. Ja, der letzte Angriff von Moskau. Guck mal, jetzt kriegen wir noch die Quittung. Ja, auch Moskau kann kein Fußball spielen. Oh, ätzendes Spiel. Enttäuschung zum Start. Souveräne erste Halbzeit, wackelige zweite, ohne Esprit, ohne Mut. Und das ist, glaube ich, das 7. Unentschieden mit dem neuen Gameplay. Am Ende aber wäre ein Sieg mit der beschissenen zweiten Halbzeit auch nicht verdient gewesen. Und es passt ins Bild, dass mein verfickter Strohhalm hier reingefallen ist. Mimimi. Hier, bei den Let's Playmakers. So, Denantinho, wen haben wir gezogen? Wen haben wir gezogen? Einen goldenen Spieler. Vasquez, glaube ich, von Sevilla war es. 80, natürlich 80, nicht 84. Ach Gott, ist das schlecht. Ja, auch die 800 Rating-Punkte sind nicht mehr verdient. Mit so einer Leistung nicht. Dann sehr viele silberne Bälle. Im Premium-Agenten 6 silberne Bälle statt 6 schwarzer. Also richtig viel verpasst hast du nicht. So ehrlich kann man sein. Also kein überragender administrativer Teil. Und nach, nach dem ersten Spiel jetzt kann man auch nicht von einem guten Start sprechen. Ob Katar wie mein Gegner war? Ja, das kann sein. Ja, kann sein. Habe ich gar nicht darauf geachtet, woher der Gegner letzten Endes kam. Aber ja, vielleicht kann das ja jemand übersetzen. Oh, warte mal. Warte mal, das machen wir mal. Ich glaube, das kriege ich hier auf dem PC. Kriege ich das doch hier rauskopiert, oder? Gegner gefunden, direkt mal klicken. Ja, Matchmaking cancelled. So, hier Sprache erkennen. Ach nee, ist nur ein Hallo. Er schreibt einfach nur Hallo. Ja, hello, Katavi. Good day to you. Hello. Yes, hello. Ja, ja. Ja, okay. Oh, Dopamin. Servus, Dopamin. Insgesamt, ja, ja, harscher Kommentar. Also ich bin mit PES 2020 bisher sehr zufrieden. Also wenn das jetzt mit dem Gameplay-Patch hier so grützig weitergeht, dann überdenke ich das vielleicht nochmal. Aber nee, ist okay. Mir gefällt's. Mir gefällt's. So, das letzte Abo, wenn ich hier auf die Uhr gucke, Freunde, ist eine Stunde her. Also entweder gefällt euch der Stream hier nicht oder ihr seid abofaul. Darf ja auch so nicht sein, ne? Also wem das hier gefällt, Abo dalassen, freut mich immer wieder. Oh. Weiß gar nicht, vielleicht hat er in der Pause, hat er, glaube ich, was umgestellt, oder? Der war im Gameplay-Menü. Von daher, vielleicht hat er die richtigen Anpassungen vorgenommen und dann war auf einmal gar kein Zugriff mehr da. Ich glaube, die Mitte war dichter, so vom Gefühl her. Kann mich jetzt auch irren, aber ich glaube, die Mitte war zugemacht und dann musste ich über die Außen kommen und da habe ich natürlich nur grützige Spieler und auch einen müde werdenden Laxalt gehabt. Und mit der Auswechslung von Laxalt erlahmte vielleicht auch ein bisschen das Offensivspiel vorne, Kwame, Diego Costa, vor allen Dingen in der zweiten Halbzeit in der Luft hängend. Oscar konnte sich nicht entfalten. Ja, da so viel Scheiße. Servus, Lukas. Schön, dass du wieder reinklickst. Neustart-Stream, wenn man so möchte. Chicken Plutka. Chicken Pluka. Mit
Nicola Otamendi aus England. 100 Weekly Points versus 100 Weekly Points. Heimspiel ist immer wichtig, weil ich dann nicht im Regen von irgendwo spielen muss. Und er hat die Corinthians als Trikotgeber. Was hast du da? Schwarz, komplett schwarz. Dann spielen wir mit dem Heimtrikot. So geht's. Oh, hat sich eine schöne Cheater-Truppe da zusammengebaut. Kylian Mbappé vorne drin. Dele Alli, der unfassbar robuste Rabiot. Ja, da kommt einiges auf mich zu. Was sagen die Pfeile? Alle dürfen spielen. Alles gut. Hier müssen wir noch Countertag. Ist doch richtig. Warum war das denn eben raus? Eben ist das ja irgendwie rausgeflogen. So, Tiki-Taka brauche ich nicht wirklich. Dafür spielen wir komplett defensiv auf Sousa für mehr Stabilität. Freistöße. Ach so, ich habe den Fager rausgehauen für Magnani, ne? Das war das. Das heißt, aber Sousa ist auf jeden Fall nicht der Quester, ist der Linksfuß dann in dem Fall. Ja. Irgendwie nicht zu 100% sauber eingestellt. Egal, zweites Spiel, zweiter Versuch. Hier mal etwas stabiler zu agieren, Feuerwerk abzubrennen, wie auch immer. Also irgendwie so richtig wohl fühle ich mich mit dem neuen Gameplay noch nicht. Vielleicht stecken einem dann auch 2 Wochen Pause in den Knochen, wer weiß das schon. Zweites Heimspiel, zweites Spiel überhaupt. Das La Bombonera nach leichten Pfiffen im letzten Spiel, jetzt hoffentlich wieder wohlgesonnen. Und unterstützend unterwegs. Oh, Fejer mit der 10. Der Marokkaner, der hat da schon einige riesige Spiele absolviert für die Let's Playmakers. Warum nehme ich dunkelrot gegen schwarz und kann es wieder kaum auseinanderhalten? Ich bin so dämlich. Zwei weiße Trikots am Start und ich wähle dunkelrot gegen schwarz. Ich weiß ja nicht, wie das auf euren Monitoren im Stream dann aussieht. Bei mir ist es nicht ganz so sauber auseinanderzuhalten. Trotzdem erste gute Szene. Das muss schon das 1-0 sein, wie eben. Oscar direkt mit der ersten guten Kopfballchance. Jetzt Diego Costa mit der guten Chance. Oh. Da muss der kleine Brasilianer mehr draus machen. Der ist doch eigentlich nicht torungefährlich, der kleine Quirlige aus China. Oh, Longley. Verfolgt. Gut gepresst. Na gut, Diego Costa wird da von Chris Smalling abgekocht. Das wird dann vielleicht das Schlüsselduell in der Offensive. Laxalt gerne rausrücken. Ja, Laxalt rückt raus. Jetzt wieder in die Kette. Alles gut. Ja, Koulibaly kommt dann nicht in den Zweikampf, aber der Pass schludrig. Alles gut. Keine Gefahr von den Corinthians an der Stelle. Fußball spielen, Freunde. Einfach mal Fußball spielen. Jawohl. Nein, der sollte eigentlich unten durch. Jetzt wird's unangenehm. Flanke zu nah ans Tor. Und viel läuft auch hier in der Anfangsviertelstunde über links. Über Laxalt. Der will's wissen. Der ist schnell. Der ist ausdauernd. Kwame. Ja, nimmt den Uruguayer wieder mit. Das dürfte eine freie Flanke geben. Die kommt nicht verkehrt. Oscar geht entgegen. Sieht Diego Costa. Kein Zugriff im 16er auf Diego Costa. Ist immer schlecht. Frühe Führung für die Let's Playmakers. 20 Minuten rum. Und nach der vergebenen 100%igen. Jetzt das 1-0. Koulibaly muss raus. Ja, schön. Das war der Anflug von Doppeln. Oh, schwach. Schwacher Aufbau. Unnötig. Da so hektisch offensiv zu gehen. Oscar wird abgekocht. Einmal mehr. Von Dele Alli. Oh, offene Sohle. Ja, lässt er laufen. Ah, Fächer kommt nicht in den Passweg. Eigentlich richtig antizipiert. Rabiot. Und jetzt Di Lorenzo. Fußball spielen. Fußball spielen. Ja, Koulibaly. Der war knapp. Jetzt müssen wir nur was draus machen aus dem geöffneten Mittelfeld. Diego Costa.
Oscar, oh, mit der Hacke, schlampig. Ne, oh, Glück gehabt. Auch mehr Halbgar. Ja, oh, jetzt Kwame. Oben ist Laxalt ein bisschen eingerückt. Kwame. Oh, das schlechte Ballkontakte. Oscar sucht die Tiefe. Wieder nix. Oscar ist aber nicht im Glück da bei der Szene. So, Fejar mit nach hinten arbeiten. Zumachen, zumachen, zumachen. Und Mignolet spielt mit. Jawohl. Haben wir im Griff. Aber gut, erste Halbzeit eben hatten wir auch viel im Griff, nicht viel zugelassen. Weiter Fußballspiel. Ja, Körper, alles gut. Und verteilen. Di Lorenzo, ein bisschen Platz auf rechts. Ja, kein ultra brutales Pressing. Jetzt mal Kwame. Oh, hatte alle Zeit der Welt, Diego Costa mitzunehmen und dann wird das wieder so halbgar, ey. Ja, vielleicht verstehen die beiden sich einfach nicht. Vielleicht muss man da einen Kwame mal rausnehmen und wen auch immer. Andy Carroll versuchen, ja, kompletter Beast-Modus vorne fahren. Jetzt mit Führung im Rücken. Vielleicht nicht der richtige Moment umzustellen, wenn die Kontermöglichkeiten dann vielleicht doch mal kommen. Schön gearbeitet von Sosa. Aber auch schön gearbeitet von Rabiot, der da Oscar wieder das Leben schwer macht. Ja, Kwame will da was Regelwidriges gesehen haben. War okay. Kann man laufen lassen. Oh, gut gespielt. Schwacher Abschluss, aber gut gespielt. Bis zum Abschluss gut gespielt von den Corinthians. So fing es in der zweiten Halbzeit ja auch an. Da kamen dann langsam die Kombinationen durch. Kein Zugriff mehr. So, und jetzt mit der anstehenden Halbzeit. Oh Gott, nochmal so ein krasser Fehlpass. Gut, dass abgepfiffen wird hier. 1-0 zur Pause. So, F. Stepson, dann schreibt doch mal Lautschrift rein, wie ich den Marokkaner Fajer. Mach mal Lautschrift, dann kann ich den Marokkaner hier auch sauberer aussprechen. Faisal Fajer. Also gefühlt spreche ich den auch jeden Stream irgendwie ein wenig anders aus. Vollkommen egal, Stamina sieht gut aus. 1-0 Führung sieht auch gut aus. Ansonsten muss da mehr Stabilität kommen von den Let's Playmakers. Und vielleicht auch mal so den Anflug eines Konters setzen. Ja, Di Lorenzo ist da, Koulibaly ist da, alles gut. Kriegen wir fußballerisch gelöst. Jawohl, Laxalt. Einfacher Doppelpass. Sehr gut. Oscar. Diego Costa, das klingt alles sehr gleich. Di Lorenzo hat Platz. Aber gegen Rabiot, oh doch, ja, behauptet sich da der Italiener. Ja, gut behauptet, wichtig. Freie Flanke, Costa gegen Smalling. Kriegt den Ball erstmal geklärt. Ah, der war unnötig, das ist eine klare gelbe Karte. Halb taktisch, halb dumm. Gelbe Karte für den Marokkaner. Costa, ja, unangenehm sein. Kriegt keinen Zugriff. Abseits, jawohl, abseits. Ein Fuß im Abseits. Nehmen wir gerne mit. Cuesta, Mignolet, Kontrolle. Oh, sprinten die Corinthians auf einmal los. Und dann ist auf einmal Platz für Oscar. Diego Costa, nee, versteckt sich dahinter. Smalling. Oh, schlechter First Touch. Da ist doch mal die Lücke. Ja, vielleicht mal ein bisschen jetzt explodieren. Costa, wenn sich einer durchsetzt, dann der Beast-Modus. Spanier von Atleti. Ja, da war mehr drin. Da war mehr drin. Ja, rausrücken, rausrücken. Ja, schön zurückgeeilt von Oscar. Longley rückt raus.
Schön. Da können Sie antizipieren, wie Sie wollen. Wenn wir mit Umsicht spielen, so nämlich nicht. Dann klappt's. Kwame. Nee, der sollte zu Kwame. Ein bisschen zu schludrig. Glück gehabt, dass der Schiedsrichter da kleinlich pfeift. Nee, Kwame gefällt mir gar nicht. Christian Kwame gefällt mir heute gar nicht. Oh, Laxalt, jetzt mal wichtige Bewegung vom Uruguay, jawohl. Freie Flanke, schwach. Schwache Flanke in die Arme. Und der Konter läuft. Rausrücken, rausrücken. Ja, unangenehm sein. Ja, Di Lorenzo, gut. Dann macht nur nicht jeder mit. Und schlampig. Einfach zu holen von Di Lorenzo. So, und dann wird mir erzählt, dass die Spieler bei einem Abseits. Oder? Foul? Offensivfoul? Wer ist das? Kenne ich gar nicht. Aber es gibt Offensivfoul. Jawohl, nehmen wir. So, und gerade bei diesem rumgetitschten Ball, da hieß es ja in den Patchnotes, dass die Spieler jetzt besser reagieren. Fand ich gerade gruselig. Ganz ehrlich, fand ich gerade sehr gruselig. Egal, Fajer mit Gelb. Raus für Pina, für die defensivere Variante. Das ist schon wieder Angsthasen-Gedanke, ne? Von daher Arschlecken. Nein, machen wir nicht. Aber was wir mal machen können, ist Christian Kwame auf hängende Spitze setzen, was eigentlich seine Position ist. Vielleicht verhält er sich jetzt einen Ticken geiler, ich weiß es nicht. Irgendwie gefällt er mir jetzt in der dritten Halbzeit nicht so. Und das ist ein Gruselpass. Abseits, ne, wird nicht gepfiffen. Foul, ja, oh, ist das wieder wackelig, ey. Mich regt diese zweite Halbzeit schon wieder so auf. Ja, freilos für Marcos Alonso. Na, was macht er? Der Spanier in die Torwart-Ecke und vorbei. Alles gut. Servus Harald, schön, dass du da bist. Servus Chris Cross, alter Streaming-Kollege. Schön, dass ihr mal reinklickt. Nein. Heute gibt es keine Coins auf die Legenden, weil mich keine der Legenden wirklich reizt. Ich glaube, da gibt es auch nur eine kleine Handvoll. Oh, wieder kein Zugriff. Wieder kein Zugriff. Wenigstens den Pass richtig. Antizipiert. Langer, hektischer Aufbau wieder. Oh Gott. Wo ist der Zugriff? Da ist der Zugriff. Alles gut. Guck mal, wieder. Warum so hektisch? Glück gehabt. Hat er eigentlich schon wieder richtig antizipiert. Jetzt hat Laxalt aber mal Platz. Oh, ganz viel Platz. Ganz viel Platz. Smalling, der wird auf Diego Costa gehen. Den macht Kwame mal alleine. Den macht Kwame alleine. Den macht Kwame alleine. Den musst du. Dann musst du das Scheißspiel entscheiden, Mann. 75. Riesenchance für Kwame. Leck mich am Arsch. Auswechseln. Weg. Ich kann ihn nicht mehr sehen. Christian Kwame. Gut gearbeitet. Costa. Ja, das ist mal ein Mann. Das ist mal ein richtiger Stürmer. Physisch und so weiter. Oh, da musst du das Spiel entscheiden, ey. So viel Platz. Oh, Oscar. Oscar entscheidet es jetzt. Oscar, nein. Willst du schnuckelig machen? Komm, Kwame. Arbeite wenigstens mal mit nach hinten, Mann. Wo ist das taktische Foul? Kriegen wir auch nicht gezogen. Hoher Ball. Der darf nie und nimmer ankommen. Kommt trotzdem an. Jetzt haben wir auf einmal ein Riesenloch, weil Longley rausgerückt ist. Kein Zugriff mehr. Jetzt wird's vogelwild. Flanke kommt, keiner da, kein Zugriff, Mignolé greift zu. Wenigstens einer. Es ist schon wieder eine gruselige zweite Halbzeit, aber die größte Chance hatten wir doch. Na, das ist die Lücke und die sieht er natürlich. Oh, Cuesta, Laxalt, Fußball spielen, jawohl, 84. Komm, das kacken wir jetzt nach Hause. Wieder eine wackelige zweite Halbzeit, wieder macht sich Unruhe im La Bombonera breit. Schwacher Ball von Di Lorenzo, Einwurf. Und Marcos Alonso eben noch am Freistoß stehend, jetzt schon mit Krämpfen im Spiel geschüttelt. Laxalt müde, klar. Wieder gutes Spiel, Di Lorenzo raus. Und jetzt kommt wieder der feige Gedanke, Tamás Pina kommt. So, was können wir hier spielen? Wir brauchen keine Centering Targets mehr, wir brauchen nur noch hinten reinstellen. Hier hinten reinstellen, Counter Target. Ja, komm. Nicht komplett defensiv. Christian Kwame, die Superwurst. Servus 1P, schön, dass du auch wieder da bist. Chris versteht's. Lese ich, glaube ich, zum ersten Mal, oder? Sehe ich dich zum ersten Mal hier im Stream? Ich weiß es nicht, aber schön, dass du da bist.
So, mal Angebot von Diego Costa. Smalling unter Druck setzen. Letzten Minuten. Ich sag's nochmal, oder ich sag's zum ersten Mal jetzt, weil der Gedanke gerade aufkommt. Dieses Spiel hat auch einige Weekly Points auf der Agenda. Ja, das darf man gerne mal holen. Ja, richtig rausgerückt von Koulibaly. Wichtig. Kwame. Nein, warum so hektisch? Völlig unnötig. Abseits. Alle heben die Hände. Es gibt keinen Abseitspfiff. Egal, Longley ist da. Letzten Minuten. Jetzt nochmal Ballkontrolle da vorne. Dann haben wir es doch. Diego Costa. Ja, jetzt haben wir es doch. Nein, schwacher Ball von Schidosi, der neu gekommen ist. Aber der ist noch fit. Will das taktische Foul ziehen. Schafft er nicht. Langer Hafer, das war's. Schwache zweite Halbzeit. Wackelig Deluxe. Aber Diego Costas Tor. Hier sehen wir es nochmal. Wieder über Laxalt. Viel geht über links heute im Stream. Über den Uruguayer. Oscar verlängert gegen Smalling. Und dann ist er diesen einen Ticken frischer im Kopf. Jawohl. Das sind Weekly Points, Freunde. So läuft's doch. So läuft's doch. Pestchris, sagt mir das mehr? Ich weiß es gar nicht. Nee, ich meinte eben, kriegst es auch da, sauber kriegst, schön, dass du reinklickst. Nee, ich meinte hier den geschätzten Streaming-Kollegen Chris Cross, aber du bist als Chris natürlich genauso herzlich willkommen geheißen. Wir kehren zurück in die 800er-Riege, das ist schon mal nicht verkehrt. Und da, das meinte ich, guck mal, fette Weekly Points. Wir wollen natürlich von Division 12 nach den zwei Wochen Urlaub und damit verbundener Inaktivität zurück in Division 2 oder gar 1. Da können wir Weekly Points im hohen dreistelligen Bereich natürlich gut gebrauchen. Okay. Oh, so, das war jetzt mal wieder krampfig. Und irgendwie, ich weiß es nicht, was ist los mit dieser Mannschaft? Wo ist die Selbstverständlichkeit? Also das ändern wir jetzt erstmal. Wer ist denn mein Capitano hier in der Stammaufstellung? Wer hat Captaincy? Koulibaly ist Kapitän. So sieht's aus. Lange Bälle, Fajer. Fajer. Ich habe immer noch keine Lautschrift hier. Ne? Fajer. Ich kann ihn nicht aussprechen. Kurze Freistöße macht der Kollege und der ist Rechtsfuß. Das heißt, jetzt brauche ich einen Linksfuß und das ist der Laxalt Linksfuß? Ja. Laxalt schießt dann die zweiten Freistöße. Ecken, Oscar ist richtig. Penalties, alles gut. Players nach vorne. Wer geht mit nach vorne? Longley ist auch okay. So, jetzt haben wir das eingestellt. Jetzt war ich wieder zu schnell. Ich war wieder zu schnell, genau. So, Taktik. Tiki-Taka. Nee, Tiki-Taka nervt. Spielen wir eh nicht. So, defensiv bleibt Sousa. Centering Targets ist richtig. Counter-Target ist der Kwame. Swarm the Box hat mir der Kracher mal empfohlen. Seitdem spiele ich das. Ich merke keinen Unterschied. Vollkommen egal. Nächster Gegner. Weiter geht's. Abos dalassen, Freunde, wenn es gefällt. Seit 11.21 Uhr sagt mir hier diese tolle Twitch-App, findet mich keiner mehr von euch gut. Was stimmt nicht mit euch? Ich gebe mir hier so Mühe und ihr liebt lieber Gronkh oder PewDiePie oder was auch immer. So kann es doch nicht sein, Freunde. Kann doch nicht sein. So, Plastikkaffee muss auch sein. Zack, zack. Habe ich getropft? Nein, habe ich nicht. So, wo wir wieder so zahlreich hier sind, Freunde. Immer wieder dran denken. Eure Meinung immer wieder gern gelesen. Wie sieht es bei euch beim MyClub gerade aus? Habt ihr Legenden gezogen? Habt ihr Glück gehabt? Habt ihr euch über Romario, Roberto Carlos und Co. gefreut? Ich, wie gesagt, halte meine Coins so weit zusammen, bis eine Legende kommt, wo die Handflächen feucht werden. Und wenn ich so an die früheren Pestteile denke, wären das Steven Gerrard, den ich als Liverpool-Legende damals bekommen habe, da bin ich ausgerastet. Der ist gedanklich nicht mehr möglich, weil Liverpool ja raus ist als exklusiver Partner. Aber er ist ja gerade Trainer von Glasgow Rangers und die sind ja als exklusiver Partner wieder da. Das heißt, man könnte Stevie Gerrard ja relativ einfach reaktivieren, aber er ist ja noch keine Rangers-Legende. Das wäre ein bisschen gezwungen, aber als Spieler, als Typ, wäre das natürlich eine Legende, die ich gerne haben würde. Batistuta ist im Spiel, der ist gesetzt. Wenn der kommt, dann fallen auch die Coins. Cruyff, wie letztes Jahr, wäre schön. Aber dann wird es schon schwierig. Bebeto, Roberto Carlos, Maradona, Figo, Matthäus, Kahn.
jetzt irgendwann Lisa Razou, Rummenigge, reizt mich alles nicht. Reizt mich alles nicht. Die PES-Developer hatten ja auf ihrer Facebook-Seite mal so einen kleinen Aufruf gestartet, welche drei Legenden man denn gerne im Spiel sehen würde. Und ich habe, wen habe ich genannt? Roberto Baggio, der hängt hier auch an der Wand. Da würde ich, glaube ich, naja, Echtgeld ist vielleicht dann doch zu viel des Guten, aber da würde ich auf jeden Fall alle Coins rausballern. Dennis Bergkamp, da würde ich komplett feuchtes Höschen. Und Jari Littmann habe ich dann noch genannt, aber der ist, glaube ich, auf einer Stufe mit noch ein paar anderen Spielern, wo ich auch sagen könnte, wäre geil. Aber auch so der Gedanke, sind diese Spieler gerade irgendwo gebunden, dass die rausfallen? Zum Beispiel hatten wir auch schon beim Stream drüber geredet. Raúl González Blanco von Real Madrid, der Siebener. Das ist so goldene 90er-Zeit, Anfang der 2000er. So, das waren großartige Spieler. Haben wir dann hier im Stream überlegt, der wäre als Schalke-Legende denkbar, obwohl Real Madrid ja raus ist als EA Sports Exklusivpartner. Auf der anderen Seite ist Raúl raus, weil der ist gerade U23-Trainer. Also der ist vertraglich bei Real gebunden. Der wird auf gar keinen Fall kommen. Ja. Dennis Bergkamp, ich glaube, der ist gerade U23-Trainer oder sowas in die Richtung, irgendwie Assistenztrainer bei Ajax Amsterdam. Ehrendivisie im Spiel, Ajax jetzt nicht exklusiv. So, ich weiß jetzt nicht, der ist, glaube ich, als Icon bei Volta 20. Ist der denkbar? Ist der exklusiv bei Volta 20? Das kommt ja dann auch nochmal dazu, ne? Volta 20 hat ja auch diverse Exklusivlegenden. Ich glaube, Zidane, klar, Real und so, aber. Das kommt dann nochmal dazu. Wo sind die Exklusivlegenden? Ja, Brüste. Ich möchte mich hier nicht prostituieren mit meinem Luxuskörper, Freunde. Also entweder lass dir ein Abo da, weil ich eine schöne Brille habe. Oder kommentier wie ein Hans. Aber nicht wegen meines Sex-Appeals. Finde ich falsch. So sollte ein Kanal nicht wachsen. Trotzdem Abo dalassen, Freunde. Jetzt live auf Twitch oder wer das auf YouTube sieht. Wer das YouTube-Video hier fast 2 Stunden anguckt, der muss das doch gut finden. Also, Let's Playmaker on Demand auf YouTube. Jeder Twitch-Livestream wird da hochgeladen. Keine Scheu, Freunde. Keine Scheu. Auf Twitter auch gerne folgen. Da wird es dann witzig und rollenspielig. Ja, aber sonst, ja. Dann wachsen wir halt langsam uns zusammen. Warum denn nicht? Ach, Harald, danke. Ja, ist okay. Ich möchte nicht mit meinem Sexappeal prahlen, aber wenn es dir auffällt mit der schlechten, hier vor der schlechten PlayStation-Kamera, trotzdem ist das ja auch okay. Komm, jetzt spiel jemand mit mir. Indo-Java FC. 800 Ratingpunkte. Raja Nainggolan. Ach du Scheiße. Als Avatar. Und er ist seit 5 Spielen ungeschlagen, aber hat keinen Wohnort angegeben. Ah, guck mal hier. Was für eine perverse Truppe. Erstmal die Trikots einstellen. Ja, schwarz gegen weiß diesmal. Den Fehler mache ich nicht nochmal. So. Jetzt gehen wir hier ins La Bombonera. Alles gut. Gameplan wird wieder wichtig. Mannschaft ist fit und willig. Ja, Laxalt-Pfeil halb nach unten ist nervig. Der wird das Spiel nicht über 90 Minuten gehen. So, und jetzt nutze ich die 90 Sekunden einmal kurz für eine Klopause. Piep, piep.
So, ich hoffe, das Mikro ist noch live. Wow, auf den letzten Drücker. So, was haben wir hier? Alles gut? Momentum ist schlecht. Ja, Momentum. Okay, besser Mann. Was ist hier los? So, ich spiele nicht mal PES mit trotzdem mehr. Oh, Kriegs. Kriegs spielt kein PES und guckt trotzdem zu. Darf ich das dann auf mich beziehen? Findest du mich so sexy? Meine Brüste oder was auch immer wir jetzt hier gerade für einen Quatsch diskutiert haben. So, drittes Spiel. Im Stream, drittes Heimspiel. Also da meint es PES heute gut mit mir. Immer wieder schöner Sonnenscheinabend in Buenos Aires. Ja, hoher Ball, abgefangen. Kann man auch pfeifen, das unterlaufen. Chris Kwame, guter Laufweg. Kommt nicht ganz hinter den Ball. Ja, Fuß dazwischen, Laxalt, klappt nicht. Kriegen den Ball gut festgemacht. Mignolet spielt mit. Und lässt sich dann vom einrückenden Stürmer nicht beirren. Laxalt wichtig. Gut antizipiert. Und jetzt Kontrolle. Kontrolle. Longley. Sehr gut. Sosa. Ja, da kann er antizipieren, wie er will. Fejer treibt den Ball. Oh, unnötig, unnötig, unnötig. Jawohl. Laxalt scheint Outside-Curler zu haben. Immer wieder schön zu sehen, diese Animation. Oscar nimmt den Uruguayer wieder mit. Nein, das sollte doch hier tief gehen, Mann! Also irgendwie gefühlt hat sich das eher verschlechtert hier mit dem, wie der mitbekommt, wen ich anspielen will. Laxalt, gute Bewegung. Ja, die Flanke natürlich dann auf gut Glück. Und jetzt fehlt da hinten. Linke Seite ein bisschen verwaist, aber das ist das schön an der Fünferkette. Dann ist es halt immer noch eine Viererkette. Koulibaly passt auf. Sehr gut. Kontrolle. Oscar sucht Diego Costa. Völlig behindert. Blind und behindert. Ah, eigentlich richtig antizipiert. Jetzt kommt mal ein bisschen Tempo auf die Kette. Das ist nicht so schön. Das ist nicht so schön. Das ist kein Zugriff. Und Longley. Passt auf. Ja, Makaroki, guter Einwand. Ich weiß nicht, ob man das wirklich auf den Tag irgendwie beziehen kann. Aber ich habe gerade auch das Gefühl, das ist nicht so geil heute. Oh, schön durchgeschlupft. Guter Vortrag. Jetzt mal Kwame. Schön, der war wichtig. Hält den Angriff am Leben. Diego Costa. Ja. Nsonsi. Schönes, robustes Duell da. Kriegen wir den durch? Abseits, oder? Ah, schade. Macht Lachs halt ein bisschen Druck. Oh, Ceballos. Doppel-L. Hat da sehr viel Platz. Oh, Koulibaly lässt ihn abtropfen. Nix gibt's. Denied. Ja, da haben wir natürlich eine schöne Innenverteidigung da. Mit Diego Costa haben wir das gleiche auf der anderen Seite. Da haben wir den Beast-Modus. Oscar, ja. Gut. Gut, die gelbe Karte kann er mitnehmen. Da kommt der Ellbogen von oben auch. Hässliche Szene. Dani Ceballos. Komm, Sousa mitnehmen. Ja, Sousa mitnehmen. Ja, kriegt er den rüber? Ja, Laxalt. Jetzt könnte eine Flanke kommen. Kwame, Kwame, Kwame. Ah. Schade. Kommt da nicht ins Kopfballduell, so wie wir uns das gewünscht haben. Ja, Angriff läuft. Koulibaly rückt raus. Jetzt kommt der Steilpass. Ja, haben wir eigentlich antizipiert. Trotzdem schlechter Laufweg von Di Lorenzo. Erster Abschluss für die Gäste. Ach, das habe ich auch irgendwo gelesen, dass die Defensive jetzt abgeschwächt worden sein soll. Ich weiß nicht, ob das auch euer Eindruck ist. Aber gerade auch wieder so eigentlich antizipiert, wo alles hingeschieht, alles passiert. Trotzdem konnte ich den Weg nicht komplett zumachen. Lachs halt. Oh, das ist guter Fußball. Den muss er kriegen. Nein, da fehlt ein Schritt. Da fehlt dem Uruguayer ein Schritt. Ja, schön zugestellt. Na. Weite Wege, weite Passwege. Am Ende kommt alles an. Bis auf der letzte Ball in die Spitze. Voll okay. Di Lorenzo versucht es mal. Der wird den Zweikampf verlieren. Ja, verliert er. Einfach mal weiter pressen. Aber Sim Chidosi wird sowieso eingewechselt. Wissen wir jetzt schon. Ja, nach Hallo. Mitspielen, Fejer. Gut rausgegangen von Cuesta. Also, wenig verwunderlich. Erste
gute Halbzeit, zumindest was die Kontrolle angeht. Wir brennen ja kein Offensivfeuerwerk ab. Oskar Laufs Angebot doch ein bisschen zu Ende. Bisschen. Da bricht der kleine Brasilianer ab. Szene dadurch kaputt. Oh, Laxalt ein bisschen zu stumpf antizipiert. Das kriegt er natürlich gelöst. Kriegt er natürlich gelöst. Oben ist Platz. Laxalt muss mit rein und gedoppelt. Schön die Schulter raus. Oh, wieder abgekocht. Nsonsi gegen Oscar. Und Cuesta passt auf. Und Ballkontrolle. Ja, also richtig viel anbrennen lassen wir nicht. Halbzeit neigt sich dem Ende zu. Laxalt ist müde. Oh, da hat er schon den Kopf unten gehabt. Wollte den Angriff eigentlich nicht mehr mitgehen. Das ist schlecht. Nsonsi verteilt nochmal. Da ist aber auch nicht viel Platz. Gut gelöst. Och. Dann lass. Warum kriege ich da nicht den Vorteil? Warum macht er mir da den Angriff zunichte? So ein Scheiß. So, das wird jetzt. Nein! Das hätte nochmal der letzte Angriff werden sollen. Jetzt kriegt den letzten Angriff allerdings die Gastmannschaft und dann auch noch so. Wichtiger Kopfball. Wichtiger Kopfball. Und raus die Murmel. Die Orava Red Diamonds. Leichte Chancenüberlegenheit zumindest. Kriegs, was heißt das? Ist das ein guter Gegner, den du mir da rausgesucht hast? Ich kann den Link hier auf dem Handy jetzt nicht anklicken. Soll das ein Pro-Gamer sein? Ja, der hat schon mal White gebencht. Ja, lauter Grütze auf der Bank. Sehr schön, das ist immer sympathisch. Laxalt können wir jetzt schon mal opfern. Der ist eh müde. Da müssen wir auch wieder gucken, wer schießt den zweiten Freistoß. Da macht der Questa das mit seinem linken Fuß. Ansonsten versuchen wir nochmal Kwame als hängende Spitze. Vielleicht wird er dann ein bisschen quirliger. Wo ist eigentlich Emanuel Denis? Ja, den habe ich geopfert. Aber das war eigentlich nur so ein Versuch. Von daher keine Leistung, gar keine Gründe. Einfach nur mal gucken, mit einem anderen Sturm irgendwie zu versuchen. Der war zu billig, trotzdem. Oh! Na, oh, da war wieder mehr drin. Da war die Szene noch gar nicht kaputt. Ja, Koulibaly antizipiert richtig, gewinnt den Zweikampf. Jetzt vielleicht mal Gegenangriff. Oscar. Ja, den hat er eigentlich gut zugelaufen. Hat er gut zugelaufen. Diego Costa. Kommen wir mal in den Abschluss. Ja. Nett. Nette Szene, mehr nicht. Erstes Anklopfen. Fuß ist dazwischen, gut. Jawohl. Tempo aus dem Angriff nehmen, besser als gar nichts. Jetzt haben wir Platz auf dem Flügel. Jetzt haben wir keinen Zugriff. Jetzt wird es vielleicht knifflig. Nee, da sind genug Leute in der Fünferkette, die da nerven können. Sehr gut. Oscar, halbgarer Fußball ist das. Oh, kein Zugriff. Selbst Koulibaly nicht. Oh, da. Da bin ich nie hingegangen. Extra den Laufweg zugemacht. Und dann will mir das Spiel auf einmal ein nach vorne Zucken meines Innenverteidigers verkaufen. Ganz dreckig. Riesenchance. Habe ich nie hingedrückt. Könnte mich schon wieder aufregen. Jetzt mal Platz auf dem linken Flügel für Picarello oder wenig Pescante. Ja, ich kenne selbst meine Spieler noch nicht 100%. Ganz bitter. Gut, dass Longley den sofort klatschen lässt. Taktisches Foul kriegen wir nicht mal gezogen. Jetzt wird's unangenehm. Oh, und haben wir sogar Glück, dass er den Elfmeter nicht nachher noch gibt. Und wieder ist die zweite Halbzeit wackeliger als die erste. Mir kann keiner erzählen, woran das liegt. Woran liegt das? Warum haben wir auf einmal keinen Zugriff mehr aufs Spielgeschehen? Ja, lässt er laufen. Oh ja, gut gearbeitet. Fage, Fay, wie auch immer. Oh, Risiko, stellt er gut zu. Oscar, gute Bewegung. Da hast du mal ein bisschen zu viel antizipiert. Oscar mit Diego Costa. Kriegen wir den mal behauptet. Oscar, ja! Nein! Ein bisschen was fehlt. Schlampiger Ball und Ruhe. Oh, ja, der steht relativ defensiv, wenn ich das so sehe.
Bisante, wie heißt er? Weiß ich nicht. Ja, jetzt nicht verzocken. Tempo ist raus, das ist okay. Kwame lässt sich da auf den Flügel fallen. Gute Bewegung von Kwame. Der ist mal wichtig. Diego Costa, gute Szene. Oh, und dann so harmlos. Den kann er sogar festhalten, der Alisson. Ah, selbst so ein Monster-Torwart hat er. Guck mal. Richtig perverse Truppe. Und ich mit meinen nicht mal ausgereizten 2300 oder sowas. Stümper mir hier einen ab. Gut, dazwischen gegangen. Sosa. Komm, Kwame. Wo ist Angebot? Ja! Bisschen zu gierig gepresst. Platz für Kwame. Ja, wird zugelaufen von Pizzella, wer auch immer das ist. Kriegt sich befreit. Gute Möglichkeit. Mal komm, durchsetzen. Der ist wichtig. Oh. Taktisches Foul. Lässt er laufen. Das hilft mir gar nichts. Jetzt läuft er aber auf eine Fünferkette zu. Der ist weg. Der ist bitte weg. Jawohl. Oh, was ein krampfiges Spiel wieder. Aber Gegner auf hohem Niveau. Oscar ist auch schon müde. Köpfe hängen. Köpfe hängen. Der kann wieder nerven. Nonsonsi. Kriegen wir nicht zugestellt. Aber kriegen wir zugelaufen. Ja, gut antizipiert. Da war auch nicht mehr drin. Koulibaly, das ist schön gelöst. Koulibaly, gut gelöst. Jetzt haben wir noch mal ein bisschen Platz. Oh, das ist Abseits, oder? Klares Abseits. Nein! Ah, wenn das kein Abseits ist, schön dem Verteidiger mit der schlechten Ballannahme dreckig den Ball wegnehmen und durch sein. Die hässlichen Tore. Schade. Kwame im Abseits. Können wir jetzt endlich mal wechseln? Meine Fresse. Krieg schon wieder Wut. Di Lorenzo, Kopf nach unten. Chidozi kommt. Immer die gleichen Wechsel. Immer die beiden Außenverteidiger. Ist das lästig? Pisacane heißt der. Ist auch schon müde. Ja, und ihr habt euch am Anfang gefragt, ja, der ist Playmaker, fragt immer nach Ausdauer. Ja, bei Außenstürmern, Verteidigern ist das das Wichtigste. Dass die nicht sofort müde werden. So. So. Jetzt wechseln wir mal nicht Schissrig. Wilhena. Toni Wilhena. Erster Einsatz. Servus Geronima. Ich glaube, dich lesen wir zum ersten Mal. Was? Ich spiele gegen einen, der in den World Finals 2018 war? Ach du Scheiße. Also ich finde ihn jetzt nicht überragend, mal ganz ehrlich. Auch wenn ich jetzt hier noch grützig 1-0 verliere, bisher ist das ein machbarer Gegner. So, ne? Nein, jetzt nicht hektisch werden, nur weil ich hier diesen Tipp bekommen habe. Schön antizipiert, sehr wichtig. Oh, wichtig, wieder gute Möglichkeit. Ja, komm, der ist wichtig. Komm schon, Kwame, jetzt mal weglaufen. Pizzella, nie gehört den Typen. Und dann so ein schlampiger Ball. Und dann so ein schlampiger Ball. Oscar, gut antizipiert, guck mal. Komm, oh, und dann kackt der ab, der Brasilianer. Aber guter Grätsche, Vorteil, klare Nummer. Szene ist heiß, Costa, Pfosten. Nein, willst du mir noch nicht erzählen. Unfassbare Szene. Diego Costa, Beast-Modus. Und Sonsi kommt da nicht in den Zweikampf. Abpralla, schlecht. Oh, jetzt kommt nochmal, jetzt rollt nochmal der Angriff. Jetzt rollt nochmal der Angriff. Nimmt er den Außenverteidiger mit. Ja, oh, da rollt nochmal der Angriff. Da rollt nochmal der Angriff. Gibt es vielleicht nochmal einen Angriff? Nein, den dreckigen Angriff will er mir nicht mehr geben. 0-0. Oh. Weiterhin ungeschlagen. Sehen wir es positiv. 1-1, 1-0, 0-0. So, und was ich eben gesagt habe, im Internet steht, oder diverse Spieler berichten, die Defensive wurde abgeschwächt, sehe ich nicht so. Hier fallen viel zu wenig Tore. Oh, Achtung. Jetzt könnte es vielleicht zum wichtigsten Moment im Stream kommen. Ja, 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 ja. Jetzt müssen die Abos kommen, Freunde. Guck mal, Dennis. Dein Lieblingsprotagonist in meinem Stream. Die kleine Kimba. Ja, fein. Abo-Katz. Abo-Katz. Jawohl. Okay, das war's. Jetzt Abo dalassen für die Katze. Indo-Java FC. Der soll so gut sein. 800 Rating-Punkte ist nicht gut. Also nicht überragend, sagen wir es mal so. Du möchtest hier Community-Management machen, kleine Maus. Ja, Costa muss ihn machen. Was heißt, okay, war ein Kopfballduell am Fünfer. Da kann alles passieren. War aber auf jeden Fall die geilste Szene, die man in dem Moment noch als gefährlich bezeichnen konnte. Koulibaly kriegt keinen neuen Vertrag übers Gehalt. Koulibaly kriegt einen neuen Vertrag über einen Voucher. Er wollte wechseln. Stattdessen wird er mit einem McDonald's-Gutschein verlängert.
So, Stamina. Nach drei Spielen muss die Stamina hoch. Zack. Okay, Lachs halt und generell Müdigkeit. Ich hätte vielleicht nach dem zweiten Spiel die Dinger schon nutzen sollen. Dann wäre es nicht so dramatisch geworden. Okay. So, guck mal hier. Ich wollte gerade schon wieder diese übliche Abo-Geschichte aufsagen. Und schon folgt der Geronima und Pribadong Sabon folgt auch. Einen wunderschönen guten Danke. So. E-Scripting 2020. Dopamin ist kein Freund von Pro Evolution Soccer mehr. Das ist schade. Wo war ich? Achso, ja, danke für die Abos. Freut mich sehr. Schön, dass ihr da seid. So macht Spaß. Ja, wenn die Katze ins Bild läuft. Ich glaube, das ist so der Moment, wo die Abos fliegen. Ne, kleine Maus? Ja, jetzt hast du deinen Auftrag. Jetzt kriegst du auch gleich was zu fressen. Ja. So. So, wir streamen schon über 2 Stunden und ich werde einfach nicht müde. Das ist auch gut. Das ist auch gut. Jawohl. Richtig fetter Neustart-Stream nach Urlaub. Schön, dass ihr wieder so zahlreich dabei seid und mich nicht vergessen habt. Das freut mich. Einzige, was nervt, und das hat sich in 2 Wochen nicht geändert, aber wie sollte es auch, ist die Gegnersuche. Also gestern bei ersten Gehversuchen mit Datapack 2 auch schon gemerkt. 2- und 3-Sterne-Gegner sind rar gesät in PES 2020. Klar, die meisten maximieren auf 5 Sterne und Featured Players und hast sie nicht gesehen. Urlaub in Taiwan, Harald. Urlaub in Taiwan habe ich gemacht. Hab so eine Selbstfindungsphase gemacht. Ich kann das hier jetzt den Witz zum dritten Mal bringen, während wir hier hoffentlich einen Gegner gefunden haben mit 3 Balken. Ich habe eine Selbstfindungstour über diverse Tempel gemacht und am Ende drückte mir ein Gelehrter, oh 737, das ist mal ein schönes Spiel, drückte mir ein Gelehrter diese Konfuzius-Weisheit aus und da steht: Your talents will be discovered soon. Ja, vielleicht sind das die ganzen Abos jetzt, dass ihr mich jetzt hier entdeckt als Streamer. Vielleicht ist das Talent gemeint. Vielleicht ist dieses Talent gemeint. Jawohl. So, es ist das vierte Spiel, es ist das vierte Heimspiel. Das ist schon mal ziemlich geil. Ja, immer wieder bei perfekten Wetterbedingungen. Und jetzt sind so viele Leute da, jetzt kann ich das nochmal aufsagen. Ich habe neue Trikots erstellt. Ja, die beiden kennt ihr. Ja, das sind die Standard-Trikots der Let's Playmakers 11. Dann brauchen wir natürlich ein grütziges Third Jersey, was ein bisschen komischer aussieht. Sollte lila sein, ist dunkelblau. Danke, PESmaster.com. Und jetzt zum ersten Mal im Stream das Limited Edition Scorpio 1018 Trikot. Jawohl. So, jetzt müssen wir mal gucken, ob wir da ein schönes, komisches Trikot. Ja, machen wir so. Weiß gegen Schwarz. Ein bisschen Schwarz habe ich auch, muss ich mal durch. So, was sagen die Pfeile? Die Pfeile sind. Ach du Scheiße. Jetzt müssen wir richtig zaubern. Also, Andy Carroll kommt zu seinem Stream-Debüt mit Pfeil nach oben. Absoluter Beast-Modus jetzt vorne, die beiden hier. Das geht richtig ab. Und dann wird unser Konterstürmer diesmal Diego Costa. Jawohl. So, jetzt müssen wir weiter gucken. Pfeil nach oben muss spielen. Aber nur, hatte ich ja schon mal ein bisschen aufgeweicht vor ein paar Streams, nur wenn die Position nicht besetzt ist. Aber wir können es so lösen. So können wir es lösen. Mangani kann auch Linksverteidiger spielen. Der ist vielleicht kein wuseliger Schneller wie der Laxalt, aber der ist zuverlässig und defensiv. Wilhena, ja, das läuft doch. So können wir es machen. Aufstellung bleibt. Kapitän bleibt Koulibaly. Lange Bälle. Wilhena, kurze Bälle. Oscar und der Magnani hat einen linken Fuß, oder? Jawohl, das passt. Das passt 1 zu 1. Ecken bleiben bei Oscar. Mit nach vorne geht der. Jawohl, das geht. Jawohl, also geiles. Neues Trikot, Let's Playmakers 11, auch The Scorpions genannt. Und nein, das ist nicht die Band. Nicht die Band. PES Universe hat auch eine Trikotbaufunktion. Okay, danke für den Tipp, wusste ich bisher nicht. Gucke ich mir in den nächsten Tagen vielleicht mal an. Ja, vielleicht kann man da was Cooles bauen. Ich fange mittlerweile auch an, irgendwie bei Paint 3D noch ein bisschen nachzuarbeiten, um auch erotisch unterwegs zu sein. Aber okay, bisher bin ich mit meinen Trikots sehr zufrieden. Los geht's. Viertes Spiel. Ich glaube, der vierte Gegner Richtung 700, 800 Ratingpunkten. Also kein Fallobst bislang für uns.
Andy Carroll zum ersten Mal im Stream unterwegs. Der Kollege, der im letzten Stream, glaube ich, gezogen wurde, dann erst auf 99 Teamchemie simuliert werden musste. So, jetzt wurde ich ungeduldig und das war unnötig. Das war unnötig. Ja, da wird der Angriff verzockt. Und weiter Fußball spielen. Mangani, Kontrolle, hast du gedacht? Nee. Wilhena, oh, der presst aber ganz schön. Aber wir können ja hier alle Fußball spielen. Ne, können wir, jawohl. Fußball, Wilhena, Susan. Jetzt haben wir Oscar am Ball. Magisches Dreieck vorne, da wird keiner weglaufen. Da wird keiner weglaufen. Oscar, Andy Carroll mit seinem ersten Abschluss. Boah. Szene bleibt heiß. Carroll sucht Oscar, findet Oscar nicht. Erste gute Szene vom Engländer. Und direkt eine geile. Pfosten raus, Andy Carroll. Ein bisschen sorglos, da einfach nur Spalier gelaufen. Die Verteidigung von Inter Mailand. Szene bleibt aber unangenehm. Ui, Außennetz. Direkt die Antwort von Inter. So. Das Skorpion-Trikot habe ich mir selbst gebastelt. Also auf pestmaster.com angefangen. So für die Grundlage und dann den Skorpion über Copy und Paste bei Paint 3D, Windows-Programm. Silhouette aus Google-Bildersuche. Ja, ganz behilfsmäßig. Ich kann kein Photoshop oder dergleichen. Und irgendwie per Copy und Paste reingewuselt. Und so sieht das dann aus. Jawohl. Schön, wenn es auffällt. Oh, ganz schlecht verteidigt. Wenn er da die Ruhe weg hat, kontrolliert er den Ball und läuft alleine auf Mignolet zu. Glück gehabt, dass er da zu hektisch abschließt. Hoher Ball, kriegen wir kontrolliert. Jawohl, Carroll lässt klatschen. Ja, jetzt ein bisschen wuselig. Szene bleibt unangenehm. Ah, Mann, ey, was ist das für eine Ballkontrolle? Sosa, der musste zu Ende laufen. Koulibaly verfolgt da und mit vereinten physischen Kräften kriegen wir das gelöst. Fußballerisch vor allen Dingen. Sehr schön, da ist es wunderbar gelöst. Mangani. Wieder zu Sosa. Nee. Guck mal, das ist das für ein erster Kontakt. Ein ganz, ganz schlechter erster Kontakt. Abseits. Oh Mann, ist das zu wackelig. Es ist zu wackelig. Jetzt ist sogar schon die erste Halbzeit wackelig. Oh, Wilhena, der ist wichtig. Ja, schön. Läuft das Angebot weiter, läuft auf den Verteidiger drauf. Szene ist schon wieder vorbei. Carroll arbeitet nicht mit nach hinten. Oder lässt abreißen vielmehr. Ja, jetzt kommt Inter mal ein bisschen ins Rollen. Jetzt kommt Inter mal ein bisschen ins Rollen. Da habe ich falsch antizipiert. Nächste Großchance. Mignolet einmal mehr auf den Posten. Gerne mal aufwachen hier, Let's Playmakers. Flanke kommt. Gefundenes Fressen. Für Mignolet kann Koulibaly da mal ein bisschen Druck aufbauen. Ja, Koulibaly, der ist physisch. Und ist dann dumm. Keine Ahnung, warum ich da doppelt passen drücke fürs taktische Foul. Das dürfte eine gelbe Karte geben. Ja, völlig blöd an der Stelle. Die gelbe Karte verschenkt für den Innenverteidiger. Auch sehr früh im Spiel, halbe Stunde rum. Und wir suchen noch nach dem Schlüssel. Sosa wieder. Ballkontrolle aus der Hölle. Wieder schwach. War das Abseits? Nein, war kein Abseits. 1-0. Und ist verdient. Ist grütziger Fußball. Und ist verdient. Sieht dann auch noch schön aus. Lassen wir mal laufen. Ja, drückt er weg. Ist scheiß Fußball. Erste Halbzeit. Eigentlich immer die Sahne-Halbzeit. Es ist scheiße. Ganz, ganz schlechter Fußball. Keine Kontrolle. Keine Ideen. Da wird damit ein bisschen Zulaufen der einfachen Passwege für Unruhe gesorgt. Carroll jetzt mal Oscar. Ja, Oscar, Diego Costa. Diego Costa, der setzt sich doch da durch. Diego Costa! Unverdient. Einseits. Wollen wir uns nicht beschweren. Die Skorpione stechen zurück. Ja, spielen wir die Metapher zu Ende. Einseits. Koulibaly rückt raus, kommt nicht in den Zweikampf. Aber Longley passt auf.
Carroll, ja. Komm, lauf das Angebot. Oben ist Platz. Andy Carroll, lauf mal weiter. Komm und jetzt mal durchsetzen. Du bist physisch. Sicherlich nicht der Schnellste auf dem Platz. Aber wenn er mal ins Laufduell kommt und den Arm an den Gegenspieler angelegt hat, ja, ja, kann man auch mal pfeifen. Aber pfeifen wir nicht. So, das Gute an Mangani auf Verteidigerposition, an Linksverteidigerposition mit Pfeil nach oben ist natürlich der Stamina-Vorteil. Der sollte uns über 90 Minuten mal begleiten können auf der Position. Oscar, gutes Angebot vom Brasilianer. Natürlich prallt er mit einem Verteidiger zusammen. Und natürlich lässt das laufen. Oh ja, die Lücke war sichtbar. Cuesta passt auf. Ja, auf Costa eine Ecke. Was kommt jetzt? Ja, das müssen wir jetzt unbedingt nochmal umstellen. PSN dürfte nicht down sein, weil sonst wäre der Stream vorbei und ich würde aus dem Online-Match geflogen sein. Kann ich so an der Stelle nicht bestätigen. Andy Carroll vielleicht mitspielen in der letzten Sekunde. So gibt es nochmal eine Großchance. Oder zumindest eine Schusschance. 1-1. So ein bisschen gefestigt in den letzten Minuten nach dem 1-1. Das hat ein bisschen Selbstvertrauen gegeben. Aber bis dahin Inter Mailand eigentlich die deutlich bessere Mannschaft. Patrick Schick mit 40 Filo auf der Bank. Der wird auf keinen Fall kommen. Andy Carroll noch wenig zu sehen, trotz Pfeil nach oben. Mal gucken. Kriegen wir die zweite? Vielleicht jetzt verkehrte Welt. Vielleicht ist die zweite Halbzeit jetzt mal eine Let's Playmaker Welt. Ja, jetzt sind wir alle schön hinten versammelt. Kriegen wir da die Füße dazwischen? Jawohl. Sosa, wieder gruseliger erster Touch, aber regelt das mit der Körperlichkeit. Diego Costa, billiger Doppelpass. Nee, keine Lücke da. Ein Fußballspiel. Inter macht das Zentrum gut dicht. Ja, und der kann wehtun. Oh, sieht er gut. Ja, die Flanke sollten wir doch abfangen. Jawohl. Oh, schön Mignoleda ausgetanzt. Sosa, diesmal kriegt er den Ball behauptet. Koulibaly. Oscar, jetzt kommen wir mal ins Laufen. Ja, jetzt haben wir vielleicht mal ein bisschen Luft vor der Kette. Andy Carroll. Diego Costa. Andy Carroll setzt sich durch. Carroll! 2-1! Da ist die erste gute Situation für den Engländer. Ja, da ist der Arm draußen und dann gibt es einfach kein Halten mehr und kein Durchsetzen mehr. Wunderschön! Super Harmonie da zwischen Costa und Carroll. Ja, jetzt ist das vielleicht die Sahne-Halbzeit. Lauf das Ding. Komm, Di Lorenzo. Komm. Ja. Beast-Modus. Flanke ist nicht schlecht. Costa zu Nachfosstor. Und wieder schön nach hinten. Sosa passt auf. Ja, jetzt vielleicht mal ein bisschen Dominanz hier. Wir spielen zu Hause. Andy Carroll kriegt taktische Foul nicht gezogen. Jetzt fehlen sie alle hinten. Wer rückt raus? Wer rückt raus? Longley rückt raus. Wo ist der Zugriff? Cuesta. Kein Zugriff. Koulibaly abgefälscht. Junge, Junge, Junge. Ich sag ja, wenn die so einfach über die defensiven Positionen im Mittelfeld laufen, dann wird es für jede Kette hinten unangenehm. Für meine gruselige Fünferkette erst recht. Spiel gedreht, 2-1. 60 Minuten rum. Flanke kommt an den Elfmeterpunkt. Wichtiges Kopfballduell, um erstmal zu entschärfen. Ja, ja. Oh, habe ich doch richtig antizipiert. Lässt er laufen. Ja, man muss einfach nur in die Gegenspieler reinsprinten. Kontermöglichkeit. Costa, abgehen. Abgehen, Diego. Komm. Schwarzer Ball. Diego Costa. Na, da muss ich ein bisschen rumzappeln. Oscar, wusel dich doch vorbei. Nein. Mittlerweile ein 86er und einfach kein Faktor. Wilhena, weite Wege nach hinten. Mangani rückt raus. Ja, Fuß dazwischen. Stark! Unser Linksverteidiger. Wilhena versucht, Carroll zu schicken. Pass wird abgeblockt. In dem Fall sogar gut. Di Lorenzo. Was hat denn der Ralf Hasenhüttl der Truppe da in der Halbzeit gesagt? Richtig bissig gerade. 70 Minuten rum. Gute Phase jetzt.
Und mal gucken, was sagen die Ausdauerbalken. Alles noch gut. Oscar nervt. Ansonsten alles gut. Pfeil nach oben und fast schon wieder todmüde. Nur weil er dreimal Pressing spielen musste, der kleine Brasilianer. Meine Fresse. Ja, komm. Di Lorenzo geht auf den Zahnfleisch und hat gelb. Das ist er gar nicht. Egal, ist trotzdem müde. Dann kommt etwas defensiver orientiert Awasim Chidozie. Oh, wackeliger Ball. Ja. Ganz, ganz wackelig. Och, Wilhena, mein das doch mal ernst. Ja, mein das doch mal ernst. Costa. Abgefälscht. Lupfer! Was? Nein! Foul! Auch nicht! Szene ist irgendwie heiß. Das ist nicht dein Ernst. Das ist nicht dein Ernst. Was eine Szene. Konter läuft. Zu hektisch gespielt. Kriegen wir gelöst. Kriegen wir gelöst, habe ich gesagt. Ja, Beast-Modus, sag ich doch. Wichtig. Oscar, komm schon. Ja, oh, Kontrolle. Wilhena. Ja, Oscar, jetzt komm. Andy Carroll. Körper dazwischen. Wenn nicht Andy Carroll, wer sonst? Wilhena eilt nach hinten. Ja, jetzt kommen die hektischen Direktpässe, die Blinden. Awasim, komm, faul die Drecksau doch. Kriegt das Foul nicht hin. Kriegt das taktische Foul nicht hin. Oh, da ist die Lücke. Ja, gut. Meniolet. Es wird schwitzig an den Händen, ihr kennt das. Ihr kennt das, wenn es auf Spitz auf Knopf steht. Ja, der Fuß ist dazwischen. Sosa. Oh. Schön, das sind die Spiele, für die wir leben. 2-1, wo ist die Uhrzeit? Habe ich nicht gesehen, egal. Mangani, auch Pfeil nach oben. Schützt vor Ausdauerproblemen nicht. Einen Wechsel haben wir noch. Oscar. Komm, Wilhena offensiver. Und Oscar raus für Pina. Jawohl, was sagen? Ja, brauchen wir nicht. Alles gut. 10 virtuelle Minuten sind noch dabei. Es muss eigentlich 3-1 stehen. Chance war da. Egal, weiter geht's. Laxalt, oh, unnötiger Ball. Aber zu hektisch aufgebaut. Laxalt will töten. Will das taktische Foul gehen. Oh, unten ist eine gute Lücke. Naja. Richtig gesehen. Weiter Abwurf. Laxalt, der wird jetzt wieder das Spiel an sich reißen. Und es wird viel über links gehen. Carroll, ah, Wilhena mit dem schlampigen Ball eröffnet wieder alles. Aber Sim passt auf. Aber ne, Inter nicht mehr so griffig wie in der ersten Halbzeit. Kriegt keine Bälle mehr an den Mann. Laxalt, Wilhena, Pina hat noch ganz viel Kraft. Wenn es schnell geht, 3-2, es geht nicht wirklich schnell. Pina, die Entscheidung! Ja, Mann! Oh! Katze rekelt sich, ich habe sie geweckt. Das ist doch die Entscheidung. Und ich sehe gerade, ich habe immer noch auf offensive Grundeinstellung gehabt. Da sieht man mal. Komplett den Kopf verloren. Wichtiger Ball von Sousa. Jetzt müsste doch der Drops gelutscht sein. Koulibaly kommt nicht in den Passweg. Aber Awasim kommt in den Passweg. Jawohl. Und Costa macht das Ding jetzt fest. Und da kommen die Frustfouls. Katzenhaare an schwitzigen Gamerhänden. Ein Traum. Oh. Ich sag euch, das ist hier der Breakthrough-Stream, was was den Gameplay-Patch angeht. Das war gestern noch grütziger als so manche Halbzeit heute. Oh, das ist zu einfach. Das ist zu einfach, Mignolet geschlagen. 2-3. Ich glaube aber, das war der letzte Torschuss, die letzte Aktion des Spiels. Oder? Jawohl, das war's. 3-2. So läuft's doch bei den Let's Playmakers. Wieder Duell auf Augenhöhe. Ganz gruselige erste Halbzeit. Und dann das Ding noch umgedreht. Ich glaube auch, was die echten, hundertprozentigen Torchancen anging, verdientes Ding. Und Andy Carroll zeigt bei seinem ersten Spiel von Beginn an, ja, mit mir kann man rechnen. Der Engländer. Jawohl. 2 Level-Ups. Ja, die nehmen wir gerne mit. Immer schön die 800er-Grenze hinter uns lassen. Bei so einem Gegner und bei so einem Kracher-Match nur 6 Weekly Points. Ein bisschen enttäuschend. Aber nehmen wir mit. Nehmen wir alles mit in unserer Neustartwoche. Und ein Match
Machen wir noch. So, Freunde, ich sag's nochmal: Abo dalassen, wenn es gefällt. Ne? So muss es sein. Aber natürlich auch gerne Kommentare. Boah, ich möchte die Katze streicheln, aber ich bin nass geschwitzt. Hilft alles nix. Hilft alles nix. Boah. Aber geile Matches. Also, auch wenn es manchmal gruselig war und wackelig war, bisher halten sich die Let's Playmakers wunderbar stabil. Jenkins, Servus. Schön, dass du auch noch reinfindest. Danke auch jetzt, wo du mal live dabei bist, für den Tipp, für dieses Overlay-Programm auf Twitch. Hat nur leider nicht geklappt. Also ich habe es installiert und autorisiert und alles und ist jetzt irgendwie angelegt. Irgendwie als Overlay. Und eben hat jemand hier freundlicherweise ein Abo dagelassen und dann hieß es, nee, hier war kein Overlay oder so. Muss ich mir nochmal im Detail angucken. Vielleicht habe ich zwei Klicks vergessen oder so. Von daher danke, dass du da an mich gedacht hast bei dieser Geschichte, weil viele wissen es wahrscheinlich oder auch nicht. Ich streame ja einfach nur mit PlayStation-Kamera, mit PlayStation, ohne zwischengeschaltet, ohne Schnickschnack und sitze einfach nur hier und zocke. Von daher sind so kleine Tipps oder Goodies, wie man den Stream vielleicht ein bisschen aufpeppen kann, selbst als reiner Consolero-Streamer, immer gern gesehen. Von daher, vielleicht im nächsten Stream haben wir tolle Overlays, wenn mir jemand ein Abo schenkt. Oder was auch immer, dass das hier noch so ein bisschen professioneller aussieht als nur unten rechts im Bild. Komischer Kasper im Wissel-Kobe-Trikot. Unrasiert. Nach 2 Wochen Taiwan. Jawohl. Ach, der Hops ist auch da. Ja, danke für die warmen Worte. Dopamin, Hops. Freut mich. Freut mich, wenn es gefällt. Aber ihr kennt es, ich sage es ja immer wieder, ne, wenn ich hier. So ehrlich muss man ja sein. Ich meine, ich mache das jetzt schon ein paar Jahre. Ich streame seit PES 2016, aber irgendwo gibt es immer diesen Reality-Check. Macht dir das noch Spaß, für 3 Leute zu streamen, für 5 Leute zu streamen? Ich meine, man muss immer wieder sagen, man muss auch die wenigen Zuschauer zu würdigen wissen. Ne? Wer den Pfennig nicht ehrt, ist die D-Mark nicht wert. Oder wie hieß das Sprichwort damals? Aber irgendwann fragt man sich so: Boah, für 5 Leute streamen, ganz ehrlich, dann lieber so ein bisschen ungezwungener, weil dann könnte man doch mal einfach Pause machen, kacken gehen und egal und überhaupt. Ne? Aber so mit hier, mit 30, 35, das ist schon irgendwie ein ziemlich edles Gefühl geworden jetzt mit PES 2020. Von daher danke an jeden Einzelnen für jedes Abo, für jedes Dabeisein. Immer wieder, ich sag's immer wieder. Dann macht es doch ein bisschen mehr Spaß, vor allen Dingen, wenn ihr dann selber auch passionierte PES-Spieler seid und man so ein bisschen austauschen kann, teilen kann. Ich meine, dieses Jahr habe ich ein bisschen die Bremse reingehauen beim Austauschen, weil ich ja nicht mehr so gezielt auf Scout-Kombos gehe. Das war bei PES 2019 zum Beispiel ziemlich geil, dass mir viele von euch unter den YouTube-Videos oder auch hier im Stream auch Spieler empfohlen haben, die ich dann auschecken konnte und dann gezielt mit Scout-Kombos geholt habe. Ist ja dieses Jahr mit dem Road to Glory-Ansatz nicht mehr ganz so möglich. Aber nichtsdestotrotz immer wieder Feedback von euch gern gesehen, wie es bei euch so läuft. Ja, vom Klo aus streamen, Jenkins, Riesenidee. Ich erinnere mich an, wer war das? Dr. Payne oder wie dieser komische Typ hieß, der von der E3 irgendwie vom Klo gestreamt hat oder von der Gamescom und dann gebannt wurde für eine Woche von Twitch. Sollte man im Leben von der Bucketlist einmal gestrichen haben. Vom Klo aus streamen. Ich meine, ich hätte eben bei der Klopause hätte ich das Mikro mitnehmen können. Ich glaube, so ist hier hinter der Wand ist das Klo. Dann die Verbindung vom USB-Dongle gereicht hätte, da hätten wir noch weiter live miteinander reden können. Ja. So, jetzt komm, letztes Spiel angesagt, kaum tue ich das, kommt PES mit dem üblichen Ladefenster um die Ecke, kein Gegner, keine Party, ihr kennt das. Das auch so der einzige Hinkefuß, muss man mal ehrlicherweise sagen, an einer etwas besonderen Ausrichtung, wie man PES spielt und interpretiert. Ne? Also die meisten, glaube ich, ich glaube, das ist sicher. Oh, kaum beschwere ich mich. 3 Balken, auf geht's. Jawohl! 613, der schwächste Gegner laut Ratingpunkte zumindest. Zum Abschluss. Und der hat jetzt seit 4 Spielen. Oh, Wuppertal! Derby! Wuppertaler Gegner. Vielleicht trifft man sich irgendwann mal auf der Straße, Kollege.
Vier Spiele ungeschlagen, also das heißt ja nicht immer zwingend was, Ratingpunkte und so. Und ihr kennt das ja auch mit Momentum und die KI greift ein, also das heißt jetzt nichts, aber da haben wir schon ganz andere Kaliber geschlagen. So, der spielt mit dem FC Bayern, dann spielen wir zum Abschluss nochmal mit dem neu gestalteten Third Jersey. So schön finde ich es ehrlicherweise nicht, aber jetzt habe ich es mal auf die Platte gebracht. Was sagen die Pfeile? Die Pfeile sagen, man Mangani muss wieder spielen, spielt für Farger. Fayer, ihr sagt mir ja nicht, wie er richtig heißt, Freunde, selbst schuld. Mangani und dann den anderen schießt der Oski. So, der Oskar schießt sonst alles. Jawohl, das passt. Nochmal blau gegen weiß. Ja. Was wollte ich jetzt? Ich wollte irgendwas sagen. Letztes Spiel. Wir tauschen uns aus, da macht's Spaß. HDGDL. Abos da lassen, nicht vergessen, wenn es gefällt. Letztes Spiel. Drei Balken. Ach so, genau, Gegnersuche, das ist das. Also ich habe ja vor 3 Jahren, glaube ich, war es auch mal Full Manual eine Saison gestreamt und gespielt. Da hast du teilweise stundenlang gesucht und hast nur 2 Matches in einem 3-Stunden-Stream hinbekommen und dann immer gegen den gleichen Gegner. Also das ist so der große Kritikpunkt, den Konami ja nicht beheben kann, weil sie die Leute nicht zwingen können, das Spiel zu spielen. Aber das wäre natürlich noch viel geiler, wenn man sofort einen Gegner findet mit 3 Balken. Jetzt aber gegen Wuppertal. 3 Balken. Wir sitzen fast nebeneinander. Schlampiger Aufbau. Christian Kwame, der hat natürlich von der Bank mitbekommen, wie ein Andy Carroll explodiert ist im letzten Spiel. Jetzt mal gute Szene für Christian Kwame. Schießt den Keeper da in die Fresse. Aber aus Spitzenwinkel kannst du nicht viel mehr machen. Mangani. Oh, Pfeil nach oben und Ballbehandlung wie ein LKW. Ja, der darf nie durchkommen, aber gut, da sind wir wieder bei Vorteil Fünferkette. Da stolpern, faul, jawohl, da stolpern noch ein paar mehr Verteidiger in den Gegenspieler rein. Alles gut. Keine Gegenbewegung. So, das mit dem Offensiver stellen, dann muss ich auch noch reinbekommen. Ja, Sousa. Fuß rein, ja. Ja, kein Zugriff, jetzt aber mal, jawohl, gut gelöst. Oscar, vielleicht heute auch mal. Bisschen mehr Platz für den Brasilianer. Oh, Diego Costa. Wenn der fällt, dann ist es ein robuster Gegenspieler oder eine Schwalbe. Ich glaube, das war eher eine Schwalbe. Kwame. Costa geht gut in die Tiefe. Szene ist noch heiß. Oben ist Platz für Kwame. Irgendwie kriegen die Szene nicht zu Ende gespielt. War mehr drin. So, wollen wir auf die Memory Card mit 33 Metern? Nee, wollen wir nicht. Wollen wir nicht übertreiben. Oh, Diego Costa abseits. Ja, ich wollte schon sagen, ey, wenn das jetzt kein Abseits gewesen wäre, hätte ich ja die Augen komplett kaputt. Ja, sogar nur eng, aber absehbar. Aber gute Anfangsphase, griffig, gallig. Oh, wieder gute Doppelpassmöglichkeit. Also da fehlt komplett der Zugriff beim FC Bayern. Jetzt möchte ich ja fast sagen, nur eine Frage der Zeit. Nein, nur im Spielerwechsel verzockt. Cuesta kriegt sich nicht durchgesetzt. 0-1. Moin. Der FC Bayern Moin führt hier nach wackeliger Anfangsviertelstunde etwas überraschend mit 1:0. Oh, Oscar hat da mal ein bisschen Platz. Den Ball anzuschnuckeln. Kwame, Diego Costa, nimmt nochmal Di Lorenzo mit. Bisschen umständlich, Szene aber heiß. Kwame, Costa, wer macht ihn rein? Keiner macht ihn rein. So viel mehr drin. Oh, den darf er so nie bringen. Ja, Mangani versucht sich da durchzusetzen. Mangani, Kwame, kriegt natürlich keinen Druck hinter den Kopfball mit Rückenlage. Nee, schade. Oh, wieder schlampig gespielt. Was macht der FC Bayern denn hier? Costa. Wieder schlampig gespielt. Ja, komm, das muss man doch jetzt mal nutzen. Costa, Kwame, gute Ballannahme. Nimmt wieder Costa mit. Der lässt den Angriff fast schon liegen. Wahrscheinlich auch, weil er sich im Abseits wähnt. Der spanische Brasilianer. Oh, so viele Chancen jetzt hier schon auszugleichen. Und das bestrafen die Bayern jetzt? Nein. Laxalt passt gut auf. Lachs halt gut, Oscar mitgenommen. Der hat richtig viel Platz. Zum ersten Mal im heutigen Stream.
Costa, Oscar, kommt nicht zum Abschluss. Keine gute Ballannahme. Hektischer Ball. Ja, wieder gut dazwischen. Also richtig griffig, sage ich ja. Costa, Oscar, haben wir da ein bisschen Glück? Kwame, nein, da habe ich nicht hingeguckt. Der sollte doch zu Kwame und dann wäre er durch gewesen. Aber auch wenn das Gefühl irgendwie da ist, die Bayern überhaupt nicht griffig und viel zu hektisch und fahrig im Aufbau. Es fehlt noch so diese 1000%ige einmal allein aufs Tor laufen Szene, die möglich scheint. Oscar, kommt jetzt wichtig. Ja, wichtig. Offene Sohle, Schiri lässt laufen. Kwame, Laxalt. Na, falsche Entscheidung. Falsche Entscheidung, da Kwame nicht mitzunehmen. Jetzt ganz viel Platz. Sousa, ja, ein bisschen Larifari, der Brasilianer. Druck auf der Kette, Druck auf der Kette, Druck auf der Kette. 2-0. Gar kein Zugriff. Gar kein Zugriff. Völlig harmlose Bayern kommen aber dann doch zweimal durch. Wunderschön. Und das ist dieses typische Spiel. Du arbeitest und bist konstant und 4 Spiele, 2 Siege, 2 Unentschieden gegen irgendwie 800 Ratingpunkte. Und dann kommt 600 Ratingpunkte und macht so 2 Angriffe sofort rein. Klar. Da sind die Weekly Points schon wieder halbiert. So schnell geht's. Egal, nicht aufgeben. Spiel ist noch nicht im Ansatz rum. Hallo, guck mal, ey. Und auf einmal ist die Mannschaft verunsichert. Laxalt, der war wichtig, gut gelöst. Laxalt, der ist jetzt wichtig. Kwame, ja, versucht da in den Gegenspieler reinzustolpern, klappt nicht. Guck mal, wieder hektische Bälle. Ja, und selber hektisch und unnötig. Ja, guck mal, ganz gefährlich jetzt. Langer Ball auf Costa. Jetzt nicht anfangen hier die 1000%igen Risiken einzugehen. Letzte Szene vor der Halbzeit. Kwame, kriegt er das mal ausbeschleunigt? Ja, ja. Kwame, Kwame. Das ist enttäuschend und bitter. Unnötiges 0-2. Was kommt jetzt hier in der zweiten Halbzeit? Eben war es dann auf einmal die Sahne-Halbzeit. Unas. Habe ich den nicht eben auch gezogen? Ne, ich glaube nicht, ne? Habe ich nicht gezogen. So, schöne Kontrolle. Körpers drin. Jawohl. Diego Costa. Kwame. Ja. Oh, meine Fresse. Jetzt nicht kopflos spielen. Sosa, Mangani, Pfeil nach oben. Bisher kein gutes Argument für Leistung. Kwame! Schönes Tiki-Taka. Schön klatschen gelassen. Kimba gefällt's. Oder zumindest wacht sie kurz auf. Anschluss. 1-2. Und so muss es weitergehen. Nicht hektisch werden. Offene Sohle, ey. Das sind auch so Szenen, ganz ehrlich, im richtigen Weltfußball, ne, ist das ja dunkelgelb, ne, so mit offener Sohle einem schlecht angenommenen Ball hinterher springen. Oh, Costa, Costa, Kwame, Kwame, Doppelpack, nein. Ja, ärgerte sich zurecht. Andy Carroll scharrt mit den Hufen nach dieser Traumvorstellung, nach diesem super Einstand im Spiel zuvor. Und weiter Fußball spielen. Ja, jetzt wackelt der FC. Moin. Nein, 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 nein. Oh, super Kanzel. Den haben sie gefixt, glaube ich, mit dem Patch. Laxalt wichtig. Ja, kein Ballverlust. Nicht in den Verteidiger reinrennen. Das ist immer schön. Sousa. Diego Costa. Di Lorenzo. Ja, gut gewartet. Kein Abseits. Ja, der ist wichtig. Sehr gut. Flanke muss kommen. Flanke kommt. Oscar verlängert. Kwame. Kwame mit dem Riecher. Doch nicht. Oh, Kwame, 2. gute Gelegenheit, auszugleichen. Ja. Ja, muss eigentlich der Ballgewinn sein. Langer Hafer, locker. Gut, 1 Stunde rum. Ansprache von Hasenhüttl in der Halbzeit, wieder genau die richtige. Mannschaft ist gallig, aber nicht kopflos. Mangani, der kurbelt jetzt auch ein bisschen mehr. Ist natürlich dann auch einfacher für einen Oscar, dass er nicht irgendwie aus der Tiefe des Raumes den Ball holen muss. Oh, fuck. Da war mehr drin.
Hoher Steilpass. Koulibaly fängt ab. Ah, gehen wir kein Risiko ein. Kouame, wichtiger Kopfball. Ja, komm. Grätsche. Oh, wieder Mangani. Wieder Mangani. Und Kopf hoch. Alles gut. Und gleich können wir mal wechseln. Frische Männer. Ich glaube, da werden die Lücken auch langsam größer beim FC Bayern. Oscar lässt sich mal fallen. Sousa, Costa, ja, das sieht doch mal gefällig aus. Ballannahme aus der Hölle, egal. Szene bleibt heiß. Di Lorenzo, nee. Da sollte er auch eigentlich nicht hin. Langer Abwurf. Ja, irgendwie. Nein! Ach, was ist das denn? Was ist das denn? Wichtiger Zweikampf, Cuesta! Erster nennenswerter Konter. Oh, Oscar, ja, dreimal Pressing gespielt, schon wieder müde. Da müssen wir vielleicht auch mal einen anderen Spieler bringen. Ja, jetzt haben wir natürlich das Problem. Also, Fejer geht offensiver, Wilhena geht. Und Diego Costa ist auch müde. Oh Gott. Patrick Schick kommt. Da hilft's alles nichts. Da muss ich. Da müssen die Außenverteidiger jetzt durch. Ja, egal, komm. Ja, danke Kracher. Schön, dass du da warst. Er glaubt nicht mehr an die Wende. Wir haben noch 20 plus Nachspielzeit. 20 plus Nachspielzeit. Sosa, ach, das dauert zu lange. Bayern zu hektisch. Kouame gesucht. Kouame gefunden. Da ist der neue Mann. Erster Ballkontakt im Stream für Patrick Schick. Und dann so ein guter. Fejer. Szene ist noch heiß. Szene ist noch heiß. Nein. Wieder guter Moment. Oh, Koulibaly, der war wichtig. Dass er den nicht ins Aus kaspert. Unten ist Platz. Laxalt, der will's wissen. Laxalt, schöner Doppelpass. Laxalt sucht Kouame. Der kommt durch. Kouame. Das wäre nur noch dramatischer, wenn es in der 90. plus... Ja, genau, dann drücke ich den Angriff weg. Wenn der Ball am Winkel vorbeistreichelt. 80. Minute. Wichtiger Kopfball, wiedergeholt. Wilhena, der muss das Ding jetzt ankurbeln. Ja, Kouame. Ja, ganz schwacher Ball. Was pfeift da? Pfeift für den Gegner. Langer Hafer. Cuesta wird übersprungen. Lässt der Schiri laufen. Voll okay. Fejer, der Marokkaner. Schick. Hat die Ruhe weg. Zieht den Gegner. Nein. Oh, abseits oder nicht? Nee, kein Abseits. Guter Angriff. Ah, ist abseits jetzt. Nee, kein Abseits. Okay. Flanke von Laxalt. Wichtiges Kopfballduell. Wird nicht geholt. Wilhena. Ah, oh, falsche Entscheidung. Und hat dann Ballabpraller-Pech. Direkt der Konterversuch. Geht daneben. Wichtiger Ball. Jawohl, Laxalt ist da. Nochmal anlaufen. Wilhena. Die Bayern sind stehen. K.O. Nochmal rüberlegen. Patrick Schick. Abgefälscht. Alles oder nichts jetzt. Alles nach vorne. Da gibt's nicht mehr zu klicken. Es ist offensiver, geht's nicht. 88. Und die Bayern sind stehend K.O. Ja, Harald, 3-2 sehe ich nicht mehr. Aber hier die Weekly Points verteidigen, die Serie verteidigen, das wäre jetzt nicht verkehrt. Nicht mit einer Niederlage aus dem Stream gehen. Gegen den FC Bayern Moin. Wer kennt sie nicht? So, der übliche Quatsch. Ball auf den ersten Pfosten. Longley, der ist wichtig. Longley, den kriegt er. Aber findet keinen am zweiten Pfosten. Longley hält den Ball am Leben. Da ist alles sehr eng. Koulibaly. Haben wir nochmal einen Fußballer am Ball? Ja. Der ist nochmal gut. Tohu Wabohu. Plus zwei. Also letzte Szene jetzt. Oh, alle müde. Koulibaly treibt das Ding nochmal. Nochmal letzter Ball. Ja, da habe ich keine Idee.
Ja, gefühlt zweimal nur Spalier gelaufen und dann verliert man halt gegen 600 Ratingpunkte. Chancen waren da. Zweite Halbzeit, drückend überlegen. Ist das ärgerlich. Koulibaly Level up, das gefällt mir gar nicht, weil dann explodiert immer schön die Mannschaftsstärke ab 90. Oh, der hatte sogar schon 34 Ratingpunkte, die hätte man auch schön abzocken können. Boah, ist das bitter. Ganz, ganz bitter zum Abschluss des Streams hier nochmal. Heftig Punkte einzubüßen. So, das war's dann, Freunde. Der Rückkehrstream, glaube ich, dann doch unabhängig des letzten Spiels. Hat Spaß gemacht. Schön, dass ihr so zahlreich da wart. Wir sind also wieder im MyClub-Rhythmus, greifen wieder an. Mal gucken, wo wir am Ende landen dieser Woche. Und ja, die Rückkehr in Division 2 mindestens. Das klare Ziel für Hasenhüttl und Team. Ja, schön, dass ihr so zahlreich da wart. Wir sehen uns zum nächsten Stream. Dienstagabend sieht sehr, sehr gut aus. Also wer sich das merken möchte, Dienstagabend sieht es wieder gut aus. Ansonsten, klar, Let's Playmaker on Demand on YouTube in der Playlist. Das war's für den Moment. Und ja, gut, dass wir jetzt Taiwan hinter uns haben und wieder Buenos Aires La Bombonera besuchen können. Jawohl. So, jetzt erstmal raus und runterkommen. Und nicht zu sehr ärgern über diese unverdiente Niederlage. Bis zum nächsten Stream. Schön, dass ihr da wart. Tschüss, ciao.